so hallo und herzlich willkommen zu unserem livestream in dieser woche ich möchte wie immer mich ihnen ein bisschen mit den themen beschäftigen die im moment im kurs so anstehen und ganz konkret würde ich gerne äh, heute damit anfangen so ein bisschen auf die projekte hinzuarbeiten das heißt mir mit mich mit ihnen mir mit ihnen äh, ein bisschen mehr äh, die dinge anzuschauen, die wir auch so brauchen um unsere Apps, die wir dann im August oder die Sie im August entwickeln werden, zu planen, zu strukturieren und dann auch wohlüberlegt in Code äh, tatsächlich übergehen zu lassen. Wie immer äh, können Sie auch kurz Hallo sagen, schreiben Sie was in den Chat rein, äh, dann weiß ich, dass Sie da sind, dass ich nicht ganz alleine bin und dann würde ich auch vorschlagen, dass wir zeitnah direkt anfangen. Ich poste Ihnen auch nochmal mal. Wenn Sie gleich mitmachen möchten, den Link zu dem Starterpaket, was ich für die heutige Sitzung vorbereitet habe, in den Chat. Und ich hoffe mal, dass Sie mich auch hören, sehen und verstehen können und es keine technischen Probleme gibt. Wie gesagt, wenn Sie möchten, sagen Sie gerne kurz Hallo. Und äh, dann kann ich auch... Guten Gewissens äh, starten und habe nicht wieder die Angst, dass Sie vielleicht gar nichts hören. So, perfekt. Äh, also, jemand ist zumindest da, hört mich, das ist doch super. Was habe ich mit Ihnen vor? Ähm, wie gesagt, ähm, stehen die Projekte an, vielleicht um das mal organisatorisch so ein bisschen einzuordnen. Ähm, Sie sollen sich jetzt Gedanken darüber machen, mit wem Sie vielleicht in Ihrem, ähm, oder mit wem Sie in diesem Kurs Ihr Abschlussprojekt ähm, implementieren möchten. Wir suchen Teams von so zwei bis drei Leuten. Ähm, größer ist eher nicht so toll für, äh, für diese Art von Projekt. Und alleine machen sie das eigentlich auch nicht. Das heißt, zwei bis drei Leute sind äh, die Größe, die wir uns so vorstellen. Und in dem ersten Schritt, das passiert jetzt diese Woche, sagen sie uns erstmal nur, mit wem sie denn überhaupt ähm, arbeiten möchten. Danach machen Sie den Vorschlag, was Sie äh, ganz konkret als Idee sich vorstellen. Das heißt, da sind Sie erstmal relativ frei. Ähm, ein paar Vorgaben finden Sie in dem entsprechenden Dokument. Also Sie sollen eine Anwendung implementieren, die vielleicht auch tatsächlich ein ganz konkretes Problem löst. Sie sollten ungefähr beschreiben können, an welche Nutzer und Nutzerinnen Sie sich wenden, also wer Ihre Zielgruppe ist. Und Sie sollten mh, natürlich eine gewisse. Technische Substanz auch tatsächlich da einbringen. Das heißt, ähm, wir wollen schon einen gewissen Anspruch dann auch in der Implementierung sehen und dafür haben wir Ihnen so ein paar Beispiele vorgegeben ähm, an verschiedenen Themen, die wir im Kurs behandelt haben, die Sie dann in die Anwendung integrieren können. Also sowas wie äh, asynchrone Hintergrunddienste, Notifications, Fragments, bestimmte Arten der Navigation, eine Datenbank. Aus diesen ganzen Sachen, vor allem aus dem, was Sie machen möchten und aus diesen technischen Aspekten, Überlegen Sie sich ein Thema und dann schicken Sie uns das in der übernächsten Woche zu. Und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so lange hin, bis wir äh, mit der Implementierung einsteigen. Wir haben jetzt noch so drei oder vier ähm, inhaltliche Sitzungen. Dann schreiben wir noch zusammen die Klausur, die aber eher ein bisschen Wiederholung ist als jetzt wirklich eine große Herausforderung. Und dann starten wir in die Projektarbeit. Und weil das schon so bald tatsächlich losgeht, würde ich jetzt gerne diese und nächste Woche mindestens dafür nutzen, dass wir uns mal gemeinsam ein kleines Beispiel anschauen, eine sehr sehr überschaubare Anwendung, also die noch viel viel weniger komplex ist als das, was Sie so in der ähm, Abschlussarbeit oder in dem Projekt dann tatsächlich implementieren werden. Aber an dem Beispiel, an dem sehr einfachen Beispiel, ähm, würde ich gerne versuchen mit Ihnen die Planung durchzugehen, vielleicht ein paar Punkte anzusprechen nochmal, die in die Richtung gehen, wie man denn ähm, sich vielleicht auch dokumentieren oder aufschreiben kann, was man so vorhat, ein bisschen über das User-Interface Design reden und dann auch ein ähm, relativ komplexes Software-Design für diese Anwendung mit Ihnen gemeinsam umsetzen. Also das ist so der Scope, den ich ähm, für diese Woche und für nächste Woche geplant habe. Wir beschäftigen uns ein bisschen mit dem planhaften Vorgehen und implementieren dann Schritt für Schritt wieder ein kleines Beispiel. Ich habe ein bisschen was vorbereitet dazu. Wir gehen ganz kurz mal ein paar Folien durch. Dann beschreibe ich Ihnen auf den Folien, ähm, was wir ganz konkret vorhaben. Das ist nicht das Richtige. Das ist das Richtige. Ähm, ich würde gerne mit Ihnen eine Soundmaschine bauen, also so eine kleine Anwendung, bei der die Nutzer und Nutzerinnen auf verschiedene Knöpfe drücken können und dann werden irgendwelche mehr oder weniger lustigen Sounds abgespielt. Das ist der Scope von unserer Anwendung. Die Features bzw. die Anforderungen sind da relativ schnell erschöpfend beschrieben. Nutzer und Nutzerinnen sehen eben diese Sounds, können sich für bestimmte Sounds entscheiden, die dann aus der App heraus starten und dann werden die abgespielt. Also dann kommt Ton aus den Lautsprechern. Kann vielleicht das Playback wieder äh, deaktivieren. Hm, was wir jetzt machen werden in so einer ersten Phase ist, ähm, wir überlegen uns, was unsere App können soll. Also was sind die tatsächlichen Features. Wir können vielleicht ähm, diesen Funktionsumfang, den die App hat, äh, möglichst umfassend beschreiben. Und warum machen wir das? Wir machen das, weil wir äh, natürlich ähm, irgendeine Art Vorlage haben möchten oder eine To-Do-Liste, die wir abhaken können, damit wir auch irgendwie wissen, auf welches Ziel hinaus wir programmieren. Also das erste Wichtige, ähm, was wir machen, ist uns so ein bisschen selber auch als Programmierer und Programmiererin klar machen, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und <laughs> wir müssen auf irgendwie eine mehr oder weniger strukturierte Art und Weise einmal dokumentieren, was zumindest initial unsere Zielvorstellung ist. Das können wir dann iterativ weiterentwickeln. Wir können vielleicht uns entscheiden, dass wir Features ergänzen, dass wir vielleicht bestimmte Dinge ganz anders machen als geplant. Aber damit wir überhaupt loslegen können, damit wir uns überhaupt überlegen können, in welche Richtung sehe ich vielleicht das User Interface entwickelt oder auch wie die grobe Struktur von unserem Code aufgebaut ist, müssen wir erstmal wissen, was soll die App denn eigentlich können. Und das machen wir gleich zusammen. Zumindest in Grundzügen. Und da können wir uns auch ein bisschen überlegen was es denn vielleicht für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das zu dokumentieren. Was wir uns dann überlegen müssen, wenn wir diesen Scope, diesen Funktionsumfang, zumindest initial uns überlegt haben, dann müssen wir uns überlegen, wie soll die App denn aussehen? Denn das Wichtigste an der Anwendung ist letztendlich die Interaktion der Nutzer und Nutzerin mit dieser App. Wir als Programmierer und Programmierinnen sehen vielleicht vor allem den Code als das, was wichtig ist, das, was ähm, für uns ja auch... Die Ebene ist, mit der wir uns mit dieser App beschäftigen. Aber für die eigentlichen Nutzer und Nutzerinnen unserer Anwendung, das sind ja die Menschen, für die die App am meisten äh, tatsächlich äh, bedeutet, weil die damit irgendwelche Ziele verfolgen, weil die die App benutzen, weil sie vielleicht die App sogar kaufen, je nachdem, ähm, was sie da vielleicht für ein Monetarisierungssystem hintersehen. Und für diese Menschen müssen wir uns überlegen, wie interagieren die mit unserer Anwendung. Das sollte natürlich eine bestmögliche Art und Weise sein. Das heißt, wir müssen uns überle äh, überlegen, wie präsentiert sich unsere Anwendung, wie schaut die aus, was sehen die Nutzer und Nutzerinnen und wie können die Nutzer und Nutzerinnen mit dieser App interagieren. Das heißt, wir müssen uns auch hier wieder zumindest eine erste Skizze davon machen. Ähm, idealerweise auch iterativ und im team, so dass wir eine gemeinsame vision von diesem aussehen schaffen, wie ähm, letztendlich unsere erste iteration von dieser anwendung dann tatsächlich ausschauen soll. und das ist auch sehr, sehr wichtig, ähm, über welche wege, über welche möglichkeiten die app bzw. die nutzer und nutzerinnen verfügen, um mit dieser app zu interagieren. also, was soll die app können? wie soll die app aussehen? und wie interagieren die nutzer und nutzerinnen mit dieser anwendung. das letzte, was wir uns überlegen müssen, bevor wir in die implementierung einsteigen können, ist, ähm, wie können wir denn diesen funktionsumfang und dieses user interface, die art und weise, wie die app von den nutzern und nutzerinnen verwendet wird, äh, ganz konkret auch in unserem quellcode in einer nachvollziehbaren struktur abbilden. denn auch hier gilt wieder genauso wie wir uns bei dem funktionsumfang und bei dem user interface ganz bewusst gedanken darüber machen wie wir diese aspekte gestalten damit wir eine ebene haben mit der wir loslegen können damit wir nicht ins blaue hinein und irgendwelche gedanken machen gilt das gleiche auch für die implementierung im code bevor wir mh, anfangen planlos die Dinge, die wir uns vorher überlegt haben, irgendwie umzusetzen. Sollten wir so ein Gefühl dafür entwickeln, ähm, was wir so grob für Komponenten haben. Wir sollten die Anwendung vielleicht strukturieren in verschiedene Ebenen, in verschiedene Funktionsbereiche. Wir sollten uns vielleicht für die ganz, ganz großen Elemente ähm, überlegen, welche Komponenten da vielleicht bestimmte Aufgaben erledigen, aus welchen Activities besteht unsere Anwendung. Brauchen wir sowas wie eine Datenbank? Wenn ja, wo bindet sich diese Datenbank in die Anwendung ein? Was sind so die Elementaren Objekte oder Klassen, ähm, mit denen unsere Anwendung dann so auf der Logikebene äh, tatsächlich interagiert und wie arbeiten diese ganzen Komponenten zusammen. Auch hier gilt wieder, ähm, und das ist, glaube ich, auch für Ihre Projekte ganz, ganz wichtig, in keinem Fall werden wir von Ihnen verlangen und in keinem Fall ist das auch sinnvoll, dass Sie sich all diese Gedanken komplett bis zum Ende machen, bevor Sie mit der Implementierung einsteigen. Also Sie müssen nicht jede Klasse, jede Methode mit jedem Parameter im Vorfeld planen, bevor Sie die umsetzen, weil dann nehmen Sie ganz, ganz viel kreative Arbeit, die Sie beim Programmieren auch eigentlich erledigen sollen, schon vorweg und das ist kein gutes Ergebnis. Aber Sie sollten eine Zielvorstellung haben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Sie sollten ungefähr wissen, in welche Richtung Sie arbeiten. Sie sollten vielleicht ein erstes, klares Ziel vor Augen haben und während sie dann auf diese Zielvorstellung arbeiten, können sie diese ganzen Gedanken, die sie sich vorher gemacht haben, reflektierend hinterfragen, sich äh, überlegen, ob sie nicht an irgendeiner Stelle das vielleicht anders machen möchten, ob sie nicht vielleicht bestimmte Funktionen ergänzen, weil sie gerade merken, dass das für die Nutzer und Nutzerinnen dann noch so viel besser wäre, wenn sie da vielleicht noch die ein oder andere weitere äh, Sache in diese Anwendung tatsächlich integrieren würden. Aber Schritt für Schritt für die Zu der eigenen Einwendung und wir werden das jetzt so ein bisschen oberflächlich, aber ähm, zumindest indem wir jeden Schritt einmal anschauen, ähm, durcharbeiten und äh, versuchen dann auch heute schon damit anzufangen, das Ganze in, in Code tatsächlich zu münzen. Ich zeige Ihnen mal, was ich vorhabe. Ähm, das ist jetzt noch kein fertiges User Interface, das können wir uns gleich überlegen, ähm, aber ich habe mal mir überlegt, was, was muss diese App, wenn ich das so eine Soundmaschine bauen möchte, äh, denn tatsächlich so können. Was ist irgendwie der grobe Funktionsumfang aus so einer technischen Perspektive? Und ich bin zu dem Schluss gekommen: ähm, Meine App, die muss irgendwie die Möglichkeit geben, dass man Sounds auswählen und abspielen kann. Drumherum gibt es bestimmt noch ganz ganz viele andere Sachen, ähm, aber das ist so der Kernumfang und den sollten wir in dem ersten Schritt ähm, möglichst mal festhalten, vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben, was ich damit meine. Aber um diese Idee herum spielt sich meine Soundmaschine ab. Die wird dann sicherlich nicht so ausschauen, wie Sie das sehen. Das ist jetzt nur eine Skizze, ähm, um deutlich zu machen, es gibt irgendwie Sounds in der Anwendung und ich kann als Nutzer oder Nutzerin die abspielen. Und diese Idee, ähm, so eine Soundmaschine zu implementieren, die ist ja natürlich nicht neu. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Apps und es gibt auch physikalische Geräte. Und ähm, wenn es so physikalische mh, Dinge gibt, die was mit dem zu tun haben, was wir implementieren, oder es grundsätzlich vielleicht einfach schon bekannte Methoden und Techniken gibt, wie man ein Problem löst und Problem... Heißt jetzt beim Programmieren nicht immer das Gleiche, was es so umgangssprachlich heißt. Auch das, was wir jetzt hier machen, diese Soundmaschine zu entwickeln, ist irgendwo ein Problem. Vielleicht nicht ein super schlimmes Problem und ein kritisches Problem, aber das ist das, was wir versuchen zu lösen. Nutzer und Nutzerinnen würden gerne lustige Sounds abspielen in einer App. Das ist das Problem, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Und für diesen, diesen Anwendungsfall äh, gibt es in der realen Welt, in der physikalischen Welt schon äh, Dinge, an denen wir uns orientieren können. Ich habe mal bei Google gesucht ähm, nach so Soundboards oder Sound Machines und äh, da kamen dann diese Treffer unter anderem raus. Kennen Sie vielleicht auch ähm, diese Dinge? Und warum zeige ich Ihnen die? Weil uns die dabei helfen können, unsere Anwendung umzusetzen. Wir können uns zum Beispiel überlegen, ähm, warum schauen die denn alle gleich aus? Wahrscheinlich schauen die alle gleich aus, weil die alle aus der gleichen Fabrik kommen und da irgendwie ähnlich gefertigt werden. Aber es gibt ja so ein paar Unterschiede offensichtlich. Ähm, das heißt, vielleicht haben da doch unterschiedliche Leute unabhängig voneinander die gleiche Idee gehabt und dann könnte man sich fragen, warum. Und vielleicht sind die alle deshalb so gestaltet, ähm, weil die gut funktionieren. Ich habe irgendwie... Eine Möglichkeit, relativ viele Sounds ähm, über diese kleinen Buttons ähm, zu demonstrieren und zu zeigen, also eine Auswahl zu ermöglichen. Ich kann mit Icons arbeiten, was Sie an vielen Stellen sehen, oder auch mit textuellen Überschriften. Ich habe irgendwie die Möglichkeit, dass dann äh, über den Lautsprecher der Sound rauskommt. Ähm, und offensichtlich ist irgendwie so eine Grid-Anordnung mit vielleicht Icons oder erklärenden Texten eine coole Möglichkeit oder eine funktionierende Möglichkeit, dieses Problem eines Soundboards zu lösen. Und wir können uns auch daran orientieren. Also, wenn wir jetzt sagen, da das stimmen wir zu, das ist irgendwie. Äh, etwas, was, ähm, was wir auch irgendwie unterschreiben würden, dass für so eine Art von Soundboard ähm, dann so eine Grid-Darstellung mit Icons oder Texten und solchen Buttons, auf die ich drauf drücke, um den Sound abzuspielen, eine coole Idee sind, dann könnten wir das aufgreifen und in unser Design mit aufnehmen. Wir können das natürlich erweitern, weil wir nicht mehr in diese physikalischen Grenzen ähm, gepresst sind, also wir haben ja keine Physikalität in dem Sinne, dass wir uns auf eine bestimmte Anzahl von Sounds ähm, beschränken müssten oder dass wir ähm, nur eine Sammlung von Sounds den Nutzern und Nutzern präsentieren können. Wir können ja ganz, ganz viel variieren dabei, aber trotzdem ähm, ist das jetzt ein gutes Beispiel dafür, dass es vielleicht in der realen Welt irgendwelche Dinge gibt, an denen wir uns orientieren können. Deshalb wird unsere Soundmaschine vielleicht später sehr, sehr ähnlich ausschauen. Und was wir jetzt als erstes machen, ist, wir überlegen uns, ähm, wie wir den Funktionsumfang dieser Anwendung vielleicht für uns und für das weitere Vorgehen in irgendeiner Art und Weise festhalten können. Dazu baue ich hier mal ganz kurz um. Und ich habe jetzt eine Sache überlegt, die wir vielleicht machen können. Und zwar würde ich gerne versuchen, und das ist jetzt so ein bisschen Vorwegnahme von Themen, die wir ähm, im Laufe des Semesters dann in zwei, drei Wochen uns nochmal genauer anschauen. Ich würde gerne mit Ihnen ähm, versuchen, das erste Mal User Stories zu verwenden, um ähm, diesen Funktionsumfang der Anwendung zu beschreiben. Wir müssen auch gar nicht großartig darüber reden, was User Stories sind, weil da kommen wir nämlich noch zu. Ich verrate Ihnen nur so viel. Ähm, eine User Story ist die Idee, eine abgeschlossene Interaktion mit ihrer Anwendung aus der Perspektive der Nutzer und Nutzerinnen ähm, zu beschreiben, mit dem Ziel, dass alles, was diese einzelne Interaktion ausmacht, dort drin ist. Nämlich nicht nur, was die Nutzer und Nutzerinnen tun, sondern auch, was sie sich davon als Reaktion vom System erhoffen und äh, vor allem auch, warum sie das tun. Und dann haben sie... Diese drei Informationen, welche Nutzer und Nutzerinnen möchten was in ihrer Anwendung tun, um welches Ziel zu erreichen, in einer knappen, meistens so ein bis zwei Sätze umfassenden kleinen Geschichte dokumentiert. Es ist ein sehr einfaches, aber sehr mächtiges Instrument, um sich und anderen Entwicklern und Entwicklerinnen diesen Funktionsumfang einer Anwendung zu beschreiben und dabei ganz genau die Perspektive der Nutzer und Nutzerin einzunehmen. Wenn wir nämlich diese Perspektive der Nutzer und Nutzerin einnehmen, dann können wir anders, als wir das vielleicht bei Spezifikationen haben, bei irgendwelchen klassischen ähm, Softwareanforderungen, viel, viel stärker auch kreativer beim Umsetzen uns überlegen, ob denn das, was wir gerade tun, äh, tatsächlich auch den Wünschen unserer Nutzer und Nutzerin entspricht. Wenn sie so ein klassische Anforderungen haben, wo dann ganz genau drinsteht, wie pixelgenau das Ganze ausschauen soll und ähm, was irgendwie das Antwortverhalten des Systems in Form von irgendwelchen Methoden oder so ist, ähm, dann haben Sie als Entwickler oder Entwicklerin, die diese Anforderungen umsetzt, ganz, ganz wenig Spielraum, um auch Ihre persönliche Kreativität, Ihre Fähigkeiten, Ihr Einschätzungsvermögen einzubringen. Und deshalb sind User Stories und Nochmal, wir beschäftigen uns dann noch ausführlich am Ende vom Semester damit. Eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, ähm, um auch schon die Anforderungen auf eine andere Art und Weise zu formulieren. User Stories ersetzen keine Anforderungen. In einem richtigen Softwareprozess würde trotzdem irgendwo ähm, in einer formalen Art und Weise festgehalten werden, was die, die Anwendung so tun soll. Aber <köhnt> wir haben eine zusätzliche Ebene, eine Ebene, die uns viel, viel näher an die Nutzer und Nutzerinnen bringt. Und das ist einfach nur Text. Es ist einfach, wie gesagt, eine kleine Geschichte. Und Text können Sie überall hinschreiben, wo Sie möchten. Ich habe jetzt mal Folgendes vorbereitet. Ich habe auf GitHub. Das haben wir letzte Woche schon mal äh, kurz angesprochen, als ich Sie um Ihre GitHub-Accounts für das Feedback für die Übungsaufgabe geboten, gebeten habe. Und ähm, diejenigen von Ihnen, die jetzt schon mit der zweiten Studienleistung angefangen haben, die haben auch schon mal kurz Kontakt dazu gehabt. Am Freitag habe ich Ihnen auch ein bisschen was ähm, in diesem äh, dann... In Zoom stattgefunden im Stream gezeigt. Und was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich habe einfach nur ein neues Repository angelegt. Das könnte später der Ort sein, wo wir ähm, unseren Quellcode ähm, festhalten und pflegen und gemeinsam an der technischen Umsetzung unserer Anwendung ähm, arbeiten. Ich habe aber trotzdem hier auch noch andere Möglichkeiten, denn um diese Verwaltung des Quellcodes herum gibt es ganz, ganz viele Dinge, die einem solchen Repository, ähm, was wir jetzt hier sehen, auf, auf GitHub zugeordnet sind. Ähm, zum Beispiel gibt es sowas wie einen Issue Tracker. Das kennen Sie vielleicht schon aus um, anderen Kontexten. Ähm, klassischerweise benutzt man sowas, um Probleme, die man mit Software hat, festzuhalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Ihre App benutze und die stürzt immer ab, dann würde ich vielleicht hier ein Ticket eröffnen, ein Issue schreiben und da würde ich reinschreiben, ähm, die App stürzt immer ab, wenn ich äh, die und die Sachen mache und dann könnten Sie das vielleicht als Entwickler oder Entwicklerin bearbeiten. Dieser Issue-Tracker, der ist aber super flexibel, den können Sie für alles Mögliche benutzen. Da können Sie einfach kleine Informationseinheiten eintragen, Text dazu schreiben und, wie wir später im Laufe des Semesters merken werden, dann auch ähm, über diese Vorschläge, über diese Probleme diskutieren, ähm, die dokumentieren, die gemeinsam mit anderen Leuten besprechen, eine Lösung oder den Auftrag, äh, diese Probleme zu lösen, bestimmten Nutzern und Nutzerinnen auf GitHub zuweisen. Also ganz, ganz mächtige, mächtiges Tool. Wir benutzen das jetzt aber ähm, für eine ganz, ganz einfache Sache. Ich würde nämlich jetzt gerne diesen Funktionsumfang ähm, der Anwendung in Form von diesen User-Stories beschreiben und ich würde es gerne einfach hier machen, weil hier wird später der Code auch ähm, gepflegt werden. Hier ähm, packe ich dann den Quellcode von meiner Android-App rein und ähm, Immer wenn ich was dran geändert habe, wird man das über dieses Repository sehen können. Und weil ja die User Stories was ganz Elementares für diesen Entwicklungsprozess sind und super wichtig sind, ähm, damit ich meinen Code gestalten kann, würde ich die einfach gerne hier so nah wie möglich an dem Quellcode packen ja, bzw. ablegen. Das können Sie dann später in Ihren Projekten auch so machen, äh, dass Sie dieses GitHub-Repository, was wir nutzen werden, ähm, was Sie auch nutzen werden, ähm, in einem Umfang, den Sie selber so ein bisschen bestimmen können. Ähm, dieses GitHub-Repository können Sie als Kern für Ihre ganze Projektarbeit sehen. Und alles, was über das Programmieren hinausgeht, ähm, versuchen Sie im besten Fall so nah wie möglich an diesem Repository zu organisieren. Aber lange Rede, kurzer Sinn: lassen Sie uns mal eine User-Story schreiben, dann sehen Sie nämlich, was das ist. Um, ich habe ein neues Issue erstellt und dann kann ich einen Titel und einen Text angeben. Titel spare ich mir jetzt mal ganz kurz, weil ich erstmal die Story schreiben möchte, damit Sie sehen, um, was überhaupt damit gemeint ist. Und ich könnte zum Beispiel schreiben, wenn ich mir jetzt überlege, um, ich würde gerne um, beschreiben, wie die Nutzer und Nutzerinnen zu Beginn, wenn die Anwendung startet, um, vielleicht sich erstmal eine Übersicht uh, über die angebotenen Sounds um, verschaffen weil ich mir vorstelle, dass das vielleicht der Einstieg in die Nutzung der App ist. Ich könnte mir vorstellen, ähm, wenn die Nutzer und Nutzerinnen die App aufmachen, dann ist vielleicht deren Ziel, dass sie einen Überblick darüber bekommen, welche Sounds es denn eigentlich gibt. Und das könnte ich versuchen in so einer Story abzubilden. Ich könnte eine User Story schreiben, die diesen Abschnitt der Interaktion mit der App aus der Perspektive der Nutzerinnen und Nutzerinnen schreibt, damit ich das mal festgehalten habe als eine. Aufgabe, die ich beim Implementieren der Anwendung erledigen muss. Ich schreibe mal ein bisschen was. Wenn Ihnen Dinge einfallen jetzt im Laufe der Zeit, die bessere Formulierungen sind, oder Ihnen vielleicht auch solche Stories einfallen, kleine Punkte, die Sie noch ergänzen möchten, einfach in den Chat reinschreiben. Aber ich fange jetzt mal an, einfach an. Und es gibt so ein ganz. Ähm, häufig verwendetes Template für diese Stories. Man fängt immer an, dass man sagt, um wen geht es denn eigentlich? Also aus wessen Perspektive ähm, wird diese kleine Geschichte der App-Interaktionen beschrieben. Und in meinem Fall ähm, muss ich ganz ehrlich sein, wenn ich so eine Sound Machine-App baue, mh, dann glaube ich, gibt es nicht unterschiedliche Arten von, von Menschen, die diese App nutzen. Das ist alles die gleiche. Gruppe von Nutzern und Nutzerinnen. Deshalb mache ich es mir jetzt leicht und schreibe einfach als ähm, Nutzerin, also als jemand, der meine App verwendet, äh, möchte ich wann vielleicht ähm, beim Start der Anwendung eine Übersicht über alle abspielbaren Sounds sehen, Komma, damit ich einzelne Sounds auswählen und abspielen kann. Also ah, ist gerade bei solchen einfachen Anwendungen und Sounds Gerade bei solchen einfachen Anwendungen mit einem überschaubaren Funktionsumfang gerät man dann, wenn man dieses Template, was immer sagt, was die Nutzer und Nutzerinnen tun möchten, welche Nutzer und Nutzerinnen es sind und warum die das machen möchten, oft so in so tautologische Sachen. Also, ich möchte eine Übersicht über die abspielbaren Sounds haben, damit ich einzelne Sounds auswählen und abspielen kann. Das ist, da klingen schon die beiden hinteren Teile von dieser Geschichte sehr, sehr ähnlich. Aber ich glaube, da ist noch genügend Unterschied in diesem Wunsch, eine Übersicht zu sehen und damit dann die verbundene Intention einzelner auszuwählen, dass das vielleicht ein guter Start ist. Ähm, solche Stories, ähm, die leben auch davon, dass sie die kontinuierlich weiterentwickeln. Wir können ja mal einen Versuch machen. Ähm, ich sage Ihnen jetzt nochmal, was ich damit ausdrücken möchte. Ich möchte diesen, diesen Moment ausdrücken, in dem die Nutzer und Nutzerinnen später die Anwendung aufmachen mit dem Ziel, irgendeinen lustigen Sound abzuspielen. Also Situation, Kontext kennen wir nicht, ähm, können ja ganz, ganz unterschiedliche Situationen sein, aber ich habe als Nutzer oder Nutzerin diese App installiert, ich weiß, die macht irgendwie lustige Geräusche und jetzt ergibt sich gerade eine Situation, in der vielleicht ein lustiges Geräusch unglaublich wichtig ist äh, in meinem Leben oder in dem Leben der Leute, bei denen ich gerade bin. Ich hole die App raus, ich starte die App und mein erstes Ziel ist es jetzt erstmal zu sehen, was kann ich denn da jetzt machen, welche Sounds sind da ähm, und dann als nächstes würde ich mir wahrscheinlich überlegen, welcher der Sounds davon passt jetzt irgendwie am besten. Ähm, das ist so die, diesen Moment, den ich ausdrücken möchte. Start der Anwendung, eine Übersicht, damit ich mich entscheiden kann. Und ich habe das jetzt in diesem Format aufgeschrieben. Ich habe jetzt geschrieben, ich lese es nochmal vor, falls ihr das im Screen nicht lesen können. Als Nutzerin möchte ich beim Start der Anwendung. Eine Übersicht über alle abspielbaren Sounds sehen, damit ich einzelne Sounds auswählen und abspielen kann. Und Sie können sich jetzt mal überlegen, während ich mir einen Titel überlege äh, für diese Geschichte, ähm, ob Ihnen was Besseres einstellt, äh, einfällt. Überlegen Sie sich einfach mal äh, ein paar Sekunden, halbe Minute, ob Ihnen für diesen Anwendungsstart von so einer Sound Machine App vielleicht eine bessere Idee einfällt. Vielleicht haben Sie irgendwie eine einen kleinen Vorschlag, wie man diese Formulierung verbessern kann. Und dann posten Sie das einfach mal in den Chat in Twitch rein. Und dann können wir ja darüber sprechen, ob wir das vielleicht nochmal anpassen. Ich schreibe jetzt hier noch einen Titel hin, ähm, ich nummeriere die vielleicht, dann können wir die ähm, später besser äh, zuordnen. U01, also User Story äh, 01 und ähm, Übersicht über Sounds nenne ich das. Heute müssen wir uns noch keine Gedanken darüber machen, wie man dieses, wie diese Methode richtig oder auch falsch anwendet. Ich möchte einfach nur so eine kleine Sammlung von Dingen haben, die wir dann gemeinsam auch ähm, umsetzen können. Ich trage das mal ein. Und ähm, wie gesagt, wenn Ihnen jetzt, während wir weiterarbeiten, noch irgendwelche anderen Sachen einfallen, coolere Sachen einfallen, bessere Formulierungen, einfach schreiben. Was ist jetzt das... Ergebnis. Ähm, ich habe jetzt in meinem Issue-Tracker diese Story drin. Und ähm, auch wenn wir uns jetzt heute nicht so viel damit beschäftigen, wie wir jetzt diesen Eintrag in diesem Issue-Tracker dann auch ähm, in unserem Projektablauf verwenden, kann ich ja vielleicht trotzdem schon mal so ein, zwei Sachen sagen. So ein bisschen als Vorwegnahme. Die wichtigste Sache. Und wenn wir dann expliziter über User Stories reden, werde ich Ihnen auch noch so ein bisschen erzählen, woher diese Methode tatsächlich kommt und warum das, was ich Ihnen jetzt zeige, unglaublich wichtig ist. Ähm, nämlich ähm, die Tatsache, dass ich hier Kommentare hinterlassen kann. Das klingt irgendwie völlig banal, weil das kennen Sie aus jedem. Denkbaren Online-System, dass wenn irgendjemand irgendwas schreibt, ich Kommentare dazu hinterlegen kann. In Software-Entwicklungsprozessen ist das eines der wichtigsten Werkzeuge. Ich habe jetzt schon gesagt, User-Stories sind super wichtig, ähm, sind sie auch. Äh, die sind elementar dafür, dass sie sich als Team eine Vorstellung davon machen, was die Nutzer und Nutzerinnen mit ihrer Anwendung tun möchten. Was fast noch wichtiger ist, ist, äh, dass sie als Team über diese Story diskutieren können. Ähm, es gibt so eine Kategorienschema oder so eine Bewertungsskala, mit der man misst, wie gut User Stories sich eignen für, für die Arbeit in einem Softwareentwicklungsprozess. Das Invest-Schema kommt auch noch später. Und ähm, ein, dieses Invest-Schema, das steht für, ähm, oder die einzelnen Buchstaben stehen für verschiedene positive ähm, Eigenschaften, die eine User Story haben soll. Die soll unabhängig, unabhängig sein, independent. Die soll klein sein, damit die auch gut ähm, umgesetzt werden kann, small. Und ähm, ein wichtiger Punkt ist Negotiable, das heißt, die ist verhandelbar. Ähm, das heißt, über so eine Story kann diskutiert werden. Ähm, alle Teammitglieder können sich einbringen und sagen, das ist vielleicht doch nicht so eine coole Idee. Ähm, das impliziert nicht nur die Entwickler und Entwicklerinnen, sondern auch andere Leute, die irgendwie äh, Stakes in diesem Entwicklungsprozess halten. Und ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug. Wenn man solche elektronischen Systeme benutzt, um diese Stories zu, äh, zu pflegen, ist eben tatsächlich diese Kommentarfunktion. Weil ich könnte jetzt, wenn ich irgendwas Kritisches äh, dazu sehen würde, äh, zu dieser Formulierung, könnte ich das einfach hier hinschreiben. Das heißt, ich kann Stellung dazu nehmen, man kann gemeinsam dann an diesem Text arbeiten, äh, bevor oder während man versucht, das Ganze dann auch technisch im Code umzusetzen. Also diese Issue Tracker Funktion ist auch deshalb super wichtig, ähm, weil ich damit eben äh, tatsächlich die Möglichkeit habe, ähm, auf bestimmte ähm, Stories in unserem Fall, aber auch allgemein auf andere Sachen, die, die das Team hier irgendwie festgehalten hat, äh, Stellung zu nehmen, zu diskutieren, meine eigenen Beiträge dort zu formulieren. Das ist also ein ganz, ganz wichtiges Kommunikationswerkzeug für Ihr Team später. Okay, eine User Story macht noch keine App. Wir brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich schreibe mir nochmal auf, ähm, eine zweite User-Story. Ähm, abspielen von Sounds. Jetzt wird es, äh, glaube ich, ein bisschen albern, ähm, das jetzt in eine Story zu packen, aber wir machen das trotzdem, weil manchmal muss man auch diese ähm, offensichtlicheren Dinge zumindest zu Beginn mal äh, dokumentiert haben. Im besten Fall fällt einem dann vielleicht ein, dass man das noch ein bisschen umfassender beschreiben kann, ein bisschen ausführlicher, aber manchmal muss man auch solche Dinge. Ähm, schreiben wie als nutzerin möchte ich einzelne sounds auswählen können Komma, damit äh, diese abgespielt werden abgespielt werden also ich möchte Sounds auswählen können, damit sie abgespielt werden. Das ist so der Kern unserer Soundmaschinen. Und auch wenn das so das absolut Offensichtlichste ist, ähm, sollte man das mindestens einmal vielleicht äh, tatsächlich festgehalten haben, dass das ein Ziel ist. Und das ist dann vielleicht auch das Erste, was man so versucht umzusetzen, ähm, in der größeren App diesen Kern der Anwendung. Ich glaube, so eine Übersicht über die Sounds zu präsentieren und dann Einzelne abspielbar machen, ist vielleicht tatsächlich auch ein guter Start ähm, in die Umsetzung der Anwendung. Ähm, wenn man dann sowas aufschreibt, dann fällt einem vielleicht auf, ähm, es gibt noch ganz viele andere Dinge, die diese App vielleicht noch besser machen würden, ähm, die vielleicht den Funktionsumfang erweitern würden. Und normalerweise in einer nicht so ganz künstlichen äh, Atmosphäre, wie das jetzt bei uns ist, ähm, würde man sich das mit allen Beteiligten, die irgendwas mit dieser App zu tun haben, natürlich überlegen. Das Team wird sich zusammensetzen, vielleicht der Kunde, die Kundin, äh, die hätten vielleicht schon eine ganz konkrete Vorstellung, es gäbe vielleicht schon irgendwelche, diese, es gäbe diese Anforderungen schon, also eine Spezifikation der Software in einem eher formaleren Sinne und man wird dann versuchen, das in User Stories zu ähm, übertragen. Aber vielleicht fällt einem auch, während man so eine User Story äh, schreibt, auf, dass es ähm, aus der Nutzerperspektive Aspekte gibt, die man bei der Spezifikation noch gar nicht beachtet hat. Und das ist ein ganz, ganz gutes, ähm, eigentlich ein ganz, ganz gutes Ergebnis, dass dadurch, dass man diese Nutzerperspektive einnimmt, Dinge beschreibt, einem dabei dann schon Dinge auffallen, ähm, die einfach in diesem Kontext auf jeden Fall auch implementiert werden müssen, damit die App am Ende Sinn ergibt. Und ganz konkret hier, ähm, wenn ich jetzt hier geschrieben habe. Als Nutzerin möchte ich einzelne Sounds auswählen können, damit diese abgespielt werden. Ähm, ist zumindest jetzt bei mir gleich irgendwie auch ähm, der nächste Punkt äh, in den Kopf reingesprungen. Nämlich, dass ich als Nutzer oder Nutzerin wahrscheinlich auch irgendwie mitbekommen möchte, welcher Sound gerade abgespielt wird. Also ich würde gerne irgendwie so ein Feedback haben. Ähm, welch, was das, was ich gerade höre, möchte ich verbinden, vielleicht mit irgendeinem Hinweis, dass das auch wirklich der Sound ist, den ich abgespielt habe. Also irgendwie so eine, so eine Art Feedback über den Zustand der Anwendung, über den abgespielten Sound, das, das wäre schon irgendwie nicht schlecht. Das, das würde ich mir als Nutzer oder Nutzerin wünschen, damit ich einfach auch weiß, vielleicht gefällt mir der Sound und vielleicht habe ich nicht ganz genau darauf geachtet, welcher Sound abgespielt wird. Möchte mir das dann für die Zukunft merken? Äh, vielleicht möchte ich einfach auch nur sehen, wird der Sound gerade abgespielt. Ähm, nicht, dass ich irgendwie ewig darauf warte, weil ich kurz neben den Button geklickt habe. Also irgendwie so ein Feedback darüber, was gerade in der App passiert. Ähm, das wäre, glaube ich, extrem cool. Und deshalb schreibe ich das jetzt einfach auch mal hin. Als Nutzerin möchte ich zu jedem Zeitpunkt sehen, ob und wenn ja, welcher Sound aktuell abgespielt wird. Ich glaube, manchmal, und da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob man das in größeren Projekten auch so machen würde, aber bei so kleineren Projekten kann man glaube ich auch manchmal auf diese ähm, Intention der Nutzer und Nutzerinnen äh, tatsächlich. Verzichten. Also, ich könnte mir jetzt natürlich überlegen, auch schon in dieser ersten Iteration äh, von der Story, ob ich noch irgendwie es hinbekomme, zu beschreiben, warum die Nutzer und Nutzerinnen das denn gerne hätten. Ich würde sagen, das steht erstmal für sich, also diese Idee, dass ich sehe, was in der App passiert. Ähm, aber man könnte sich natürlich auch überlegen, ob man da vielleicht noch irgendwas dranhängt. Also, als Nutzer und Nutzerin möchte ich zu jedem Zeitpunkt sehen, ob und wenn ja, welcher Sound aktuell abgespielt wird. Ähm, um die internen Prozesse oder die Wiedergabe äh, innerhalb der App besser nachvollziehen zu können, vielleicht weiß ich nicht. Ich würde es jetzt auch ganz bewusst mal nicht zu so lassen, weil nächster Punkt ähm, erstmal einen Titel geben: ähm, Feedback zur Wiedergabe, weil ähm, das nämlich vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass so eine User Story ähm, nicht. In einem Moment geschrieben wird und dann für den Rest des Softwareprojektes in der gleichen Formulierung, auf der gleichen Art und Weise, in genau diesem Text äh, die ganze Zeit nur bestehen bleibt. Es ist absolut legitim und es ist eine super Idee, wenn man sich Gedanken darüber macht, ähm, diese Texte zu verbessern. Und hier würde ich zum Beispiel sagen: ähm, Das ist vielleicht noch nicht ausgereift genug. Vielleicht würde ich spätestens, wenn ich anfange, äh, mir Gedanken über die Umsetzung zu machen, zu dem Punkt kommen, wo ich sage, hm, irgendwie weiß ich noch nicht so ganz genau, warum die Nutzer und Nutzerinnen das tun. Und irgendwie ist auch nicht hundertprozentig klar, was das für meine App tatsächlich bedeutet, für die technische Implementierung. Und dann müsste ich wahrscheinlich nochmal darüber iterieren. Oder vielleicht wird einem das schon früher einfallen, weil einem Teammitglied, ähm, während diese User-Stories entstehen im Team, zum Beispiel solche Einwürfe macht, dass das vielleicht irgendwie nicht so hundertprozentig nachvollziehbar ist. Also lassen wir das einfach mal so als äh, Menetekel stehen dafür, ähm, dass auch wenn wir mit den User Stories so eine ganz einfache Möglichkeit haben, ähm, Dinge zu dokumentieren und uns ein gutes Verständnis davon äh, zusammenpacken können, wie die Nutzer und Nutzerinnen unserer Anwendung sehen, wie die damit interagieren möchten und warum die das tun, ähm, ist das ein Werkzeug, was auch eine gewisse Erfahrung und gewissen, gewisse Fähigkeiten irgendwie erfordert, die man vor allem dadurch lernt, dass man ähm, solche Stories schreibt und die versucht ständig zu verbessern. Und es ist absolut normal, dass sie vielleicht mit sehr groben, ähm, komplex oder kompliziert formulierten äh, Stories anfangen und äh, dann äh, tatsächlich sich, bevor sie überhaupt anfangen zu implementieren, auch erstmal damit beschäftigen, diese Stories ein bisschen zu verbessern. Und was auch absolut legitim ist, und deshalb machen wir jetzt auch mal mit dem User-Interface weiter, ist äh, an einer bestimmten Stelle zu sagen, ähm, ich habe jetzt den Scope von einer ersten Version meiner Anwendung, also diesen Kern dessen, was die Anwendung tun soll, äh, tatsächlich hier schon mal dokumentiert. Und ich muss jetzt gar nicht versuchen, äh, bis ins kleinste Detail jeden Bereich abzudecken und alle User Stories zu schreiben, die die Spezifikationen irgendwie bis zum Ende äh, komplett äh, wiedergeben, sondern ich kann auch sagen, ich kann erstmal damit arbeiten. Ich kann erstmal loslegen und ähm, diese Punkte, die ich jetzt aufgeschrieben habe, versuchen umzusetzen. Und wenn mir dann dabei bessere Dinge einfallen, äh, dann schreibe ich neue User-Stories. Ich ergänze diesen Issue-Tracker oder dieses Backlog dann um weitere Dinge. Aber sobald ich irgendwie einen Kern habe, ähm, das eine erste Version meiner Anwendung beschreibt, die klaren Anfang, klares Ende hat und klar definiert, ähm, was da für ein Mehrwert für die Nutzer und Nutzerin generiert wird, kann ich auch erstmal äh, damit loslegen. Auch etwas, was wir uns, bevor es dann in die Projekte reingeht, auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer anschauen werden. Okay, also wir haben drei User Stories. Ähm ja, genau, also, so reden wir mal gerade über das, was im, ähm, im Chat vorkommt. Ich habe jetzt extra, wollte jetzt nicht MVP sagen, weil das alles in diesem Kurs tatsächlich noch kommt. MVP, äh, Minimal Viable Product, äh, ist so ein Begriff dafür, dass man ein Softwareprojekt meistens, aber... Das können Sie eigentlich auf jedes Produkt, was Sie irgendwie verkaufen möchten, im positiven Sinne anwenden. So beschreibt, was ist eigentlich der Kern davon? Also was muss ich alles in dieses Projekt reinstecken, damit es vom, der Kunde, vom Kunden oder der Kundin akzeptiert wird? Also damit die das nutzen. Was ist der Kern der Anwendung in unserem Fall, der ähm, umgesetzt werden muss, damit irgendjemand diese Soundmaschinen tatsächlich verwenden kann oder verwenden würde? Ich glaube, MVP geht so ein bisschen mehr in die Richtung. Ähm, verwenden kann. Da ist es noch nicht immer mitgedacht, dass es auch eine möglichst benutzerfreundliche und möglichst schöne Art und Weise ist, äh, wie man die Anwendung ähm, verwendet, sondern tatsächlich eine sehr funktionale Beschreibung. Das muss in der App drin sein, äh, damit das elementare Ziel erreicht wird. Und diesen MVP-Ansatz, den ähm, schauen wir uns später auch nochmal an im Laufe des Kurses und setzen den dann um. Wenn Sie sich dafür interessieren und ähm, in diese Richtung vielleicht auch jetzt schon mal noch ein bisschen recherchieren möchten. Ähm, ich habe vor einiger Zeit einen Begriff entdeckt, der für mich noch viel cooler ist, das ist nämlich das MLP, das ist das Minimal, oder Minimal Lovable Product und das finde ich aus so einer Perspektive als Medieninformatiker noch viel, viel charmanter, ähm, weil da tatsächlich auch ähm, neben dieser funktionalen Komponente auch tatsächlich diese Akzeptanz und dieser positive Effekt, dass jemand dieses Produkt nicht nur nutzen würde, sondern auch sehr gerne nutzen würde, drin ist. Also im Gegensatz zum MVP ist das MLP so eine minimale ähm, Beschreibung dessen, was, äh, was ein Produkt haben muss, damit Kunden und Kundinnen nicht nur zwangsweise das verwenden würden, um ihre Ziele zu erreichen, sondern tatsächlich gerne äh, benutzen würden. Das sind zwei nicht komplett austauschbare Begriffe, weil sie in der Produktentwicklung da von unterschiedlichen Dingen ausgehen müssen. MVP können sie sagen, ähm, ich weiß, was irgendwie die Anforderungen sind, kann ich ableiten. Bei einem MLP müssen sie viel mehr über die Nutzer und Nutzerinnen wissen, sie müssen das Problem genau kennen, ähm, sie müssen deren Vorlieben kennen, damit sie auch wirklich wissen, was für die Leute äh, denn tatsächlich ähm, lovable ist. Und bei einem MVP können sie noch viel stärker von so ihrer eigenen persönlichen Grundidee und der den Funktionen letztendlich umgehen. Also ein sehr, sehr interessanter Einwurf. Ähm, werden wir im Kurs tatsächlich auch noch äh, später behandeln. Und falls irgendjemand Lust hat, da schon mal ein bisschen zu recherchieren, MLP ähm, finde ich persönlich tatsächlich sogar noch ein bisschen cooler. Aber ich glaube, das muss vielleicht jeder auch äh, in, selber so ein bisschen entscheiden. Gerade so als Medieninformatiker, Medieninformatikerin, wo die Nutzer und Nutzerinnen ja quasi immer das Zentrum jedes Entwicklungsprozesses ähm, stellen sollten, äh, finde ich eben MLP äh, tatsächlich am interessantesten. Aber ich glaube, da haben wir jetzt erschöpfend drüber diskutiert, außer Sie wollen noch mal im Chat irgendwie noch was Interessantes einwerfen, äh, machen Sie dann einfach. Äh, dann nehme ich da gerne auch noch mal Bezug drauf, wenn Sie das möchten. Aber MVP, cooler Einwurf, ähm, machen wir, beziehungsweise ist auf jeden Fall auch was, mit dem wir uns beschäftigen müssen, wenn wir dann in die eigentliche Projektarbeit einsteigen. Okay, ähm, gehen wir mal zurück zu unseren Folien, ähm, weil der nächste Schritt sein würde, äh, wir müssen gar nicht auf die Folien gehen, sorry, ähm, wir können uns auch einfach mal ein Whiteboard schnappen. So. Ah, dann können wir nämlich das nächste machen und uns überlegen, wie das Ganze ausschauen soll. Ähm, wenn ich jetzt so ungefähr weiß, wie, wie der Funktionsumfang meiner Anwendung ist und nochmal, ähm, wir haben jetzt drei User Stories geschrieben, ich habe die einfach runtergeschrieben, das ist auf jeden Fall kein so toller Ansatz, äh, so vorzugehen, aber es ist ein Anfang müsste jetzt noch viel mehr Zeit investieren, ähm, viel iterativer arbeiten, viel stärker auch tatsächlich möglichst viele Perspektiven einbinden. Aber wir haben jetzt irgendwie, wir, haben, wir wissen jetzt, wir wollen Sounds abspielen, wir wollen eine Übersicht haben über diese Sounds und wir wollen, ähm, dass wenn ein Sound ausgewählt und abgespielt wird, wir den Nutzern und Nutzerinnen Feedback geben, was in der Anwendung passiert. Und jetzt ähm, stellt sich die Frage, wie setzen wir das Ganze um? Und bevor Sie sich überlegen, wie setze ich das technisch um, also welche Frameworks, falls das jetzt irgendwie notwendig ist, brauche ich, ähm, welche, welche Software-Design verwende ich, welche Patterns, welche Entwurfsmuster äh, verwende ich vielleicht auf verschiedenen Ebenen, welche Architektur ähm, soll irgendwie maßgeblich die Struktur meiner Anwendung prägen, ähm, ist etwas anderes noch wichtig, nämlich dass Sie sich überlegen, wie das User Interface für die Anwendung funktioniert. Es kann sein, dass es da zum Beispiel irgendwelche Rückschlüsse zu Ihrem Software-Design gibt, je nachdem, wie Sie das umsetzen möchten, wenn Sie zum Beispiel schon merken, dass Sie innerhalb der Anwendung durch die Überlegungen, die Sie in das User Interface gesteckt haben, herausfinden, dass es vielleicht sehr viel Navigation gibt dass es so eine Top-Level-Navigation gibt und verschiedene Bereiche der Anwendung, die da erreicht werden, ähm, dann ist das vielleicht gerade, wenn Sie mit Android entwickeln, auch schon äh, eine durchaus wichtige Information, um die technische Umsetzung zu planen, weil Sie dann vielleicht noch viel stärker mit Fragments und irgendwelchen Navigationsfaden und sowas arbeiten müssen. Aber ähm, was meiner Meinung nach an dieser Stelle noch viel wichtiger oder entscheidender dafür ist, dass wir uns Gedanken über das User-Interface machen, ist, ähm, dass wir eine Vorstellung von dem haben, was wir eigentlich implementieren. Wir könnten jetzt anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir in Android Sounds abspielen und vielleicht sogar, wie wir irgendwie ein super cooles äh, Software-Design für ähm, die Repräsentation und Wiedergabe von Soundfiles umsetzen, wie wir den State repräsentieren, wie wir mit Listenern irgendwie die äh, entsprechenden Zustandswechsel kommunizieren. Ähm, aber ich als Programmierer oder allgemein Programmierer und Programmiererin die brauchen, glaube ich, schon auch irgendwie eine entsprechende Vision davon, wie diese Anwendungen tatsächlich ausschauen oder wie die bedient werden soll, zumindest. Es muss nicht ein perfektes, fertiges User-Interface sein, aber wenn ich so komplett keine Idee davon habe, was eigentlich diese Mission ist, die ich erledige, was die Vision ist, die ich versuche umzusetzen, äh, umzusetzen dann, dann wird das häufig schwierig, weil sie sich dann erst in dem Moment, wo sie vielleicht kodieren, gerade in so studentischen Projekten, wo sie ja. Programmieren und User Interface Design eigentlich gleichzeitig machen oder die gleichen Personen das machen. Wenn sie sich da dann erst beim Umsetzen vom Code Gedanken drüber machen, wird das auf jeden Fall keine, keine so gute Lösung. Das heißt, zumindest am Anfang mal eine grobe Idee davon zu entwickeln, wie ein User Interface so ungefähr ausschauen könnte, ist keine schlechte Idee. Das kann man auch wieder immer feintunen, aber irgendwie so eine und sei es nur so eine Art Skizze zu haben die beschreibt, was für eine Art von Anwendung das ist. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Und das würde ich gerne jetzt mal ein bisschen mit Ihnen ausprobieren. Ich habe hier mein Whiteboard, ich bin nicht so toll im Zeichnen. Und tatsächlich würde ich das, wenn das jetzt hier nicht so ein digitaler Kurs wäre, wahrscheinlich sogar auch lieber mit Papier und Bleistift machen, weil mir das noch ein bisschen leichter fällt. Aber wir können uns ja mal trotzdem in diesem digitalen Kontext auch ein paar Gedanken machen. Was, ähm, was vielleicht ein halbwegs passables User-Interface wäre, auf das wir jetzt hinarbeiten können in dem ersten Schritt. Und wenn wir für so Smartphones oder allgemein mobile Geräte, also Tablets mal eingeschlossen arbeiten, äh, dann haben wir ganz, ganz viele Vorteile, ähm, was ist das wirklich... Nur da, ich, ich sage es jetzt einfach trotzdem mal, auch wenn das Argument vielleicht nicht so hundertprozentig stimmt. Wir haben ganz, ganz viele Vorteile, was das Design vom User Interface angeht, gegenüber ähm, klassischen Systemen für den Desktop. Ein Vorteil ist zum Beispiel, ähm, dass wir relativ genau wissen, ähm, wie so die Form. Oder der Formfaktor der Geräte ist, äh, mit denen unsere Anwendung wahrgenommen wird bzw. verwendet wird. Also wenn ich eine Smartphone-App benutze, ähm, dann kann ich mir relativ sicher sein, dass das Gerät, auf dem diese Anwendung verwendet wird, irgendwie so grob diese Form hat. Natürlich könnte ich jetzt sagen, bei einer Desktop-Anwendung weiß ich auch, das ist irgendwie so ein Monitor der so aufgebaut ist, aber es könnte ja auch sein, dass die Nutzer und Nutzerin vielleicht zwei Monitore nebeneinander haben. Ähm, es könnte äh, eine 4 zu 3 ähm, Seitenverhältnis, äh, ein 4 zu 3 Seitenverhältnis sein, ein 16 zu 9 Seitenverhältnis. Ähm, vielleicht habe ich auch irgendwelche Leute, die komischerweise so Porträtperspektiven ähm, Perspektiven für ihren Desktop haben, bei einem Smartphone Gibt es natürlich auch diese ganzen Unterschiede, aber die sind wesentlich weniger stark ausgeprägt. Ähm, ich weiß auch viel, viel mehr, ähm, wie wahrscheinlich so die Perspektive auf dieses Gerät ist, weil ich mir vorstellen kann, dass die meisten Leute wahrscheinlich anfangen werden, damit die App zu nutzen in diesem Porträtbereich. Ähm, ich weiß, dass meistens oben noch irgendwie so ein kleiner ähm, Abschnitt auf dem Gerät ist. Ich weiß, dass das in der Mitte hier die Fläche ist, die ich für meine App benutzen kann. Ich weiß, dass wahrscheinlich die Nutzer und Nutzerinnen äh, die App irgendwie so halten, dass sie hier vielleicht den Daumen haben. Und auch wenn ich das jetzt äh, sehen, hört es auf mit meinen Fähigkeiten nicht so gut äh, darstellen kann. Ähm, die werden die wahrscheinlich irgendwie so greifen. Äh, diese, dieses Smartphone, dieses Gerät und damit auch ihre App. Weiß ich ganz, ganz viel darüber. Ähm, wie dieser ganz konkrete Formfaktor benutzt wird. Und das kann ich mir, wenn ich jetzt anfange, mir Gedanken darüber zu machen, wie das User-Interface aufgebaut ist, das kann ich mir zunutze machen. Wir müssen jetzt gar nicht zu stark irgendwie in HCI-Themen einsteigen, das können wir in der Projektvorbereitung nochmal ein bisschen genauer ansprechen mit den einzelnen Teams, was es vielleicht für Wissen gibt für Best Practices ähm, für, für das User Interface Design, aber wir können zumindest mal, äh, wenn wir anfangen Skizzen von unserem User Interface zu machen, ähm, uns diese Grenzen, die sich aus dem wahrscheinlichen Formfaktor für unsere Anwendung ergeben, einfach festhalten. Das heißt, immer wenn ich jetzt eine Skizze für äh, einen ähm, für, einen, für eine Smartphone-Anwendung oder sowas mache, würde ich an Ihrer Stelle tatsächlich immer, ich versuche es jetzt noch mal ein bisschen schöner zu machen, immer mit so einem Kasten anfangen. Also einfach, damit Sie von vornherein ähm, Ihr User-Interface in, ähm, in diesem Bereich oder in diesem wahrscheinlichen Formfaktor planen. Und dann würde ich mir auch immer. Je nachdem, was man so für ein Android-Smartphone hat, vielleicht noch überlegen, ähm, dass ich nur einen bestimmten Ausschnitt von dem Bildschirm benutzen kann. Und da drin würde ich dann mein äh, mein User-Interface tatsächlich planen. Also ganz bewusst auch schon ähm, die, die Grenzen und die, die Form, ähm, die Verhältnisse von dem tatsächlichen Gerät, auf dem das Ganze passiert, äh, mit einbeziehen. Also nicht jetzt mal ein Negativbeispiel äh, sowas machen. Ähm, ich überlege mir das User-Interface und da sind dann halt irgendwie so Buttons äh, verteilt und irgendwo habe ich noch so einen Indikator dafür, welcher Sound gerade abgespielt wird und vielleicht hier noch irgendwo ein Text. Ähm, es ist natürlich übertrieben, so wird das niemand machen, so würden sie das auf keinen Fall irgendwie machen. Aber äh, dadurch, dass man vielleicht dann ähm, in diesem losen Rahmen anfängt, ähm, fängt man an, irgendwelche Ideen zu entwickeln, die vielleicht dann einfach nicht mehr realistisch sind. Deshalb würde ich an Ihrer Stelle ähm, mir bei solchen Sachen, und gerade wenn Sie dann auch später solche Sketching-Tools vielleicht benutzen in anderen Kursen, ähm, werden Sie eh dann auch schon in diese Richtung gedrängt, mehr oder weniger immer mit diesem äh, Formfaktor äh, vom, vom Smartphone anfangen. Was ich mir jetzt überlegen würde, oder mir überlegt habe auch tatsächlich ist, äh, dass diese ganzen Geräte, diese ganzen ähm, physikalischen Geräte, auf dem diese Idee so ein bisschen aufbaut, diese Sound Machines ja alle mh, so einen Grid, also so ein Gitter haben, was ähm, irgendwie eine systematische Anordnung äh, der Sounds ist. Ich weiß nicht, ob das die beste Art und Weise ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht auch ähm, in in einem digitalen Rahmen noch stärker oder besser machen könnte äh, und dieses Gitter irgendwo aufbrechen könnte. Ähm, aber es ist zumindest jetzt die erste Idee, die ich habe. Und deshalb plane ich jetzt mal mein User Interface und ich überlege mir, in meiner Anwendung soll es irgendwo einen Bereich geben. Das markiere ich mir jetzt hier mal. So gehe ich jetzt vor. Das heißt nicht, dass Sie auch so vorgehen müssen, aber ich beschreibe Ihnen einfach mal so ein bisschen, ähm, was ich mir für Gedanken mache. Und vielleicht hilft Ihnen das ja dann, wenn Sie Ihre eigene Anwendung planen. Oder, Klammer auf, vielleicht, wenn Sie auch die Studienleistung, die gerade ansteht, planen. Da können Sie genau die gleichen Sachen, die wir jetzt machen, ähm, auch umsetzen, weil da haben wir Ihnen ja auch keine ähm, klaren Vorgaben gemacht, wie das User Interface auszuschauen hat. Das heißt, alles, was wir jetzt hier uns überlegen, äh, können Sie dann auch transferieren auf den Vorgang. Ich habe mir überlegt, ähm, Vielleicht wäre es richtig cool oder ich habe es mir nicht überlegt, dass das richtig cool wäre. Ich habe es jetzt oft genug gesagt, ich möchte es in so einer Git-Darstellung äh, haben. Deshalb überlege ich mir oder zeichne ich mir jetzt einfach hier mal ein, ähm, dass dieser Bereich meines User Interfaces ähm, so eine Gitternetzdarstellung da ist. Das heißt jetzt noch nicht, dass das dann so in der fertigen Software ausschaut, aber jetzt kann ich, wenn ich weiter sketche, ähm, mich vielleicht an dieser Gitterdarstellung äh, orientieren. Nächste, was ich mir überlege, ist, ähm, ich brauche irgendwie Buttons, die diese einzelnen Sounds repräsentieren. Und jetzt habe ich hier im digitalen natürlich alle Möglichkeiten der Welt, ähm, da rein zu zoomen und raus zu zoomen und verschiedene Farben zu benutzen. Wenn Sie das Ganze im physikalischen Raum machen würden, äh, dann hätten Sie irgendwann ein Problem, dass wenn Sie jetzt hier zum Beispiel so einen Button einzeichnen, ähm, vielleicht so einen Play-Button, der irgendwie so ausschaut. Das machen Sie dann hier nochmal. Dann wollen Sie vielleicht noch irgendwie zeigen, dass der anders ausschaut, wenn... Der Sound gerade abgespielt wird, vielleicht schaut er dann so irgendwie aus. Dann haben Sie irgendwann ein Problem, dass das so ein bisschen kleinteilig wird. Und eine ganz tolle, eine ganz einfache Art und Weise, wie Sie sowas ähm, beim Sketching umgehen können, ist, Sie sketchen unterschiedliche Ebenen Ihres User Interfaces ähm, in unterschiedlichen Skalierungen. Also hier auf dieser Ebene würde ich mir jetzt einfach nur überlegen, ähm, ich mache das hier mal rückgängig. Würde ich mir vielleicht einfach nur die grobe Struktur von meinem User Interface überlegen. Das heißt, ich würde nur festlegen, ähm, es gibt diese Buttons, die hier dargestellt werden. Ich würde mir vielleicht noch überlegen, ähm, dass es irgendwie einen äh, Titel gibt, der da drüber steht. Und ich würde mir vielleicht noch überlegen, dass es einen zusätzlichen Bereich gibt, in dem vielleicht irgendwelche Informationen drin stehen. Wird dann auf der Ebene von dieser Skizze ähm, das Ganze grob ähm, dokumentieren und wird dann Details von den einzelnen Aspekten in einer weiteren Skizze beschreiben. Das heißt, wenn ich mir jetzt überlege, ähm, wie, wie könnte denn so ein Button irgendwie genauer ausschauen, dann versuche ich das nicht in diese kleine ähm, in dieses kleine Gitter irgendwie reinzubringen, sondern das mache ich einfach daneben schön groß, sodass ich das auch äh, gut mit anderen Leuten diskutieren kann, iterieren kann, verändern kann. Ähm, möchte ich, dass das so ausschaut, also so ein Abspielbutton ähm, mit einem Play-Logo. Das kennt man ja irgendwie aus. Also dieses Icon, die Bedeutung ist klar. Vielleicht möchte ich da drunter schreiben, was das für ein Sound ist. Äh, vielleicht möchte ich gleich sagen, es gibt noch so einen zweiten State von diesem Button. Der schaut dann vielleicht so aus und signalisiert irgendwie, dass da der Sound gerade abgespielt wird. Das heißt, ich kann ganz bewusst einzelne Aspekte aus so einer Skizze auch einfach dann größer rausnehmen. Sobald ich erstmal diese grobe Struktur vom User Interface habe, es ist eine ganz, ganz gute und gut funktionierende Mechanik in diesem Sketching-Prozess, dann einzelne Details nochmal durchzugehen. Und auch wenn wir jetzt hier wieder diesen Fall haben, der super langweilig ist und ganz kontraproduktiv, dass ich hier irgendwas skizziere und Ihnen vormache. Die eigentliche Idee ist natürlich, dass Sie ähm, das, was ich jetzt hier Ihnen vormache, und hier geht es vielleicht wirklich nur darum, Ihnen zu zeigen, machen Sie mal sowas nicht, so macht man das. Ähm, die eigentliche Idee wäre natürlich, dass Sie das als Team machen. Sie überlegen sich zum Beispiel ähm, in Ihrem Team, wir brauchen sowas wie diesen Screen hier, diesen initialen Screen, in dem die Buttons dargestellt werden. Und äh, vielleicht macht jeder mal einen Vorschlag, wie dieser Screen ausschauen soll. Und dann habe ich vielleicht dieses Gitter gezeichnet. Äh, jemand anders hat vielleicht eine andere Idee. Vielleicht ähm, kommt jemand auf die Idee, dass es viel cooler wäre, ähm, wenn, wenn man vielleicht sagt, dass dieses Gitternetz nochmal unterteilt sein sollte in verschiedene Rubriken, ähm, die dann ähm, den Nutzern und Nutzerinnen irgendwie eine Möglichkeit geben, nochmal Sounds, die irgendwie inhaltlich zusammengehören, äh, leichter wahrzunehmen. Also vielleicht haben wir irgendwie eine Rubrik lustige Sounds und da sind dann ein paar Buttons drin und wir haben irgendwie eine Rubrik. Äh, noch lustigere Sounds. Und da sind dann die anderen Buttons drin. Also, die Idee und darauf, was ich Sie hinweisen möchte mit jetzt dieser äh, nicht ganz so tollen Zeichnung, ist, wenn Sie das als kreativen, kollaborativen Prozess machen, dann kommen ganz, ganz viele Ideen zusammen, ganz, ganz viele unterschiedliche Ideen, wie man ähm, bestimmte Aspekte von dem User-Interface Ihrer Anwendung gestalten könnte. Und indem Sie das dann auch diskutieren und vergleichen, kommen Sie vielleicht zu einer richtig guten Lösung. Weil dann hätte man vielleicht diese Variante, die ich gemacht habe, so ganz klassisch. Wir bauen einfach die soundmaschine nach. Ähm, man hätte vielleicht ähm, diese etwas in der Realität dann hoffentlich hübschere Variante, die jemand anders gemacht hat mit diesen Gruppen. Man hätte vielleicht noch irgendwie eine weitere Variante. Vielleicht würde irgendjemand sagen, ähm, lasst uns doch in der App. Vielleicht so eine Bottom Navigation benutzen und da dann ähm, die Sounds aufteilen in irgendwie verschiedene Kategorien. Mir fallen gerade keine Icons ein und dann darüber ähm, verschiedene Bereiche von diesem Soundgrid äh, tatsächlich ähm, erschließbar machen. Und dann würden Sie als Team sagen, uns gefällt irgendwie die Variante vielleicht mit. Ähm, der Bottom Navigation am besten, lasst uns darüber nochmal weiterdenken. Und dann würde vielleicht als im nächsten Schritt äh, jeder von Ihnen eine Variante davon machen und so würden Sie sich dann langsam Schritt für Schritt an die Variante von Ihrem User Interface herantasten, ähm, dass in Ihrem Team oder für Ihr Team ähm, die Vorstellung am besten repräsentiert, wie Ihrer Meinung nach diese Anwendung jetzt ausschauen sollte. Das ist ein iterativer, kollaborativer Prozess. Ich kann Sie nur darauf hinweisen, dass man sowas machen sollte. Wir probieren das im Kurs später auch nochmal im Rahmen der Projektvorbereitung ein bisschen genauer aus. Aber Idee Nochmal, nur damit Sie das jetzt nicht falsch verstehen, ist nicht, ich mache Ihnen irgendwas vor und genau so schaut irgendwie dann am Ende jede App aus, sondern ich zeige Ihnen nur mit so Papier und Bleistift oder in diesem digitalen Rahmen, wie ich es jetzt gemacht habe, hat man super viele Möglichkeiten, ähm, im Vorfeld schon mal Ideen zu sammeln und dann natürlich auch Ideen zu besprechen und zu diskutieren. Ein Vorteil von dem, das so zu machen und nicht direkt darauf loszuprogrammieren, ist natürlich neben der Tatsache, ähm, dass man sonst überhaupt nicht weiß, was man umsetzen soll, und es gehört ja auch immer zum Programmieren, dass man User Interfaces umsetzt, ähm, gehört natürlich auch dazu, äh, dass es so viel leichter ist, ähm, über Dinge zu sprechen. Also wenn ich jedes Mal, wenn ich darüber sprechen wollen würde, wie denn jetzt dieser Button tatsächlich aussieht, ähm, den in XML, in Android oder mit dem Code-Designer umsetzen müsste, äh, dann würde ich ja zu nichts kommen. Also, das geht zwar super schnell irgendwann, aber es geht immer noch schneller, einfach eine Skizze zu machen und dann über diese Skizze zu diskutieren. Und dann ähm, können wir vielleicht darüber diskutieren, ob wir das so machen möchten mit dem Text direkt darunter oder ob es vielleicht für uns cooler ist, ähm, wenn der Text da drüber ist oder ist es vielleicht noch cooler, wenn wir das Ganze irgendwie ein bisschen kombinieren ähm, und dann schaut das ganze so aus oder fällt uns noch irgendwie was ganz anderes ein das, oder wollen wir vielleicht Kreis haben oder wollen wir das komplett ohne drumherum haben nur mit so einem äh, Play Button also ganz ganz viele ähm, Dinge kann man sehr sehr leicht mit Papier und Bleistift kommunizieren und besprechen viel viel leichter als das mit irgendeinem anderen Werkzeug äh, der Fall sein würde also so viel dazu. Ähm, wir können mit solchen Sketches ganz, ganz viel schon von Anfang an ähm, versuchen festzulegen für unsere Anwendung und dann auch zu kommunizieren. Okay, ähm, gehen wir mal davon aus, dass das jetzt über so einen längeren Zeitraum geklappt hat und dass wir, das ganz kurz wieder ein bisschen umbauen, ähm, uns im Team darauf nicht nur geeinigt haben, was unsere App hier zu so initial können soll nämlich bestimmte User Stories, die umgesetzt werden, ähm, dokumentiert haben und dann auch uns noch darauf geeinigt haben, ähm, was denn das User Interface oder was wir minimal vielleicht für den User Interface brauchen, um diesen Funktionsumfang zu implementieren, dann würde als nächstes die Frage kommen: ähm, Wie fangen wir damit an, das Ganze umzusetzen? Oder Irgendwann würde dann diese Frage kommen. Ob das jetzt wirklich die nächste Frage ist, weiß ich nicht. Wir spielen ja hier einen sehr, sehr komplexen Prozess einmal nur äh, ganz kurz durch, ähm, damit Sie schon mal, bevor wir das dann in den nächsten Wochen vertiefen, so einen groben Überblick darüber haben, äh, wie Sie vielleicht arbeiten könnten. Okay. Worauf ich hinaus möchte, ist, ähm, wir machen jetzt genau das Gleiche, was wir für diesen Funktionsumfang und für das User Interface gemacht haben, auch bevor wir programmieren mit dem Code. Wir machen uns so viele Gedanken wie notwendig, aber auch so viele Gedanken wie möglich. Also irgendwo müssen wir da so einen Sweet Spot treffen, ähm, bevor wir die erste Zeile Code schreiben. Das heißt, genauso wie Sie eine Vorstellung davon brauchen, was eigentlich Ihre Nutzer und Nutzerinnen mit der Anwendung machen möchten und eine Vorstellung davon brauchen, wie das User-Interface aufgebaut ist, brauchen Sie eine Vorstellung davon, wie der Code in Ihrer Anwendung aufgebaut ist. Das ist genauso wichtig für Sie als Programmierer und Programmiererin, weil Sie ja auch da auf irgendeiner Ebene äh, Dinge erschaffen, Dinge ordnen, Dinge miteinander kollabori kollaborieren lassen müssen. Und wenn Sie da keine ähm, grobe Vorstellung von haben, ähm, wie auch diese Ebene von Ihrem Projekt, also, die Code-Ebene aufgebaut ist, das Software-Design, vielleicht sogar die Software-Architektur. Ähm, jetzt, wie gesagt, nicht so sicher, ob wir da von dem, was Android uns eh schon vorgibt, bei dieser Anwendung großartig abweichen müssen. Ähm, aber auch davon brauchen Sie eine Vorstellung. Und das würde ich jetzt gerne in einem letzten Schritt mal mit Ihnen planen, damit wir dann ähm, in der nächsten Woche anfangen können, das Ganze umzusetzen. Ähm, ich habe mir das hier so als Zielvorstellung überlegt. Ich Blend mal ganz kurz wieder meinen Falsch. Moment. Das blende ich ein. So soll es auch schon. Ähm, das habe ich mir überlegt als ähm, jetzt erste Iteration von unserem User-Interface. Also so könnte ich mir vorstellen, ähm, sieht die App vielleicht am Ende aus. Ich habe diesen Gitteransatz. Ich habe mir überlegt, dass ich da vielleicht irgendwie so Buttons haben möchte. Haben Sie jetzt in den Skizzen schon häufig genug gesehen? Ich würde gerne den Text drunter schreiben, damit die Leute wissen, was das für ein Sound ist und den auswählen können. Und ich möchte irgendwie, dass der Sound oder die Sounds, die gerade abgespielt werden, dann farblich irgendwie hervorgehoben sind, damit man dieses Feedback sieht. Also gehen wir das mal durch. Wir wollen beim. Wir wollen ähm, die Übersicht über alle Sounds haben, also Buttons für jeden Sound, der in der App da ist. Und mit denen soll man interagieren können. Das heißt, damit wird das Starten und das Stoppen von einem Sound bzw. dessen Wiedergabe gesteuert. Einzeln. Jeder Sound kann einzeln ausgewählt werden. Wäre jetzt was, was wir in die Spezifikation oder durch eine User Story abbilden müssten und uns entscheiden müssten, wollen wir sowas machen? Äh, sollen Sounds parallel abgespielt werden? Ich habe mich jetzt einfach dafür entschieden. Dann möchte ich, ähm, dass ich als Nutzer oder Nutzerin immer sehe, welcher Sound gerade abgespielt wird. Ähm, das hatten wir als User Story formuliert und ich habe mich dafür entschieden, dass das einfach eine farbliche Hervorhebung von dem jeweiligen Button ist. Wenn ich da draufklicke, startet nicht nur die Wiedergabe, sondern dieser Button wird auch anders eingefärbt. Wenn die Wiedergabe beendet wird, indem ich nochmal draufklicke oder indem der Sound zu Ende abgespielt worden ist, wird diese farbliche Hervorhebung wieder weggenommen. Man sieht nicht einfach nur eine unklare Liste von Sounds in diesem Gitternetz, sondern ich habe immer diese ähm, Titel darunter noch stehen, diese äh, Überschriften oder Unterschriften in dem Fall, die mir äh, Hinweise darauf geben, was das für ein Sound ist, damit ich den überhaupt irgendwie auch zuordnen kann. Vielleicht wäre es noch cooler, wenn das Icons wären. Kommt natürlich darauf an, mit was für Material sie arbeiten, ähm, ob dann irgendwelche Bilder das dann auch vollumfänglich beschreiben. In dem Fall sind es einfach Texte. Da haben wir zumindest diese Anforderung oder diese Story erledigt, ähm, dass ich mir als Nutzer oder Nutzerin, wenn ich eine Übersicht über die Sounds sehe, auch einen ganz bestimmten auswählen kann, weil ich über diesen Titeltext ähm, zuordnen kann, was sich hinter diesem Button verbirgt. Ähm. Wir haben jetzt nicht darüber gesprochen, dass wir vielleicht das Ganze auch mit einer gewissen hedonischen Qualität versehen ähm, wollen. Und Sie können sich jetzt natürlich auch äh, gerne Gedanken darüber machen, ob Sie jetzt dieses Design, was ich jetzt hier vorschlage, irgendwie ansprechend finde. Aber ich finde, man sollte sich zumindest Gedanken so ein bisschen darüber machen. Ähm, und äh, gerade an den Stellen, wo vielleicht das Android Framework Ihnen auch keine Vorgaben macht, was irgendwie das User Interface Design angeht. Ähm, nach einer möglichst nicht nur funktionalen, sondern auch ansprechenden Gestaltung zu streben. Und ich habe mir jetzt, zumindest glaube ich, dass irgendwie so ein halbwegs passendes äh, Design überlegt. Die Farben passen, glaube ich, so ein bisschen zusammen. Ähm, ich habe, und das ist im Starterpaket auch schon vorgegeben, äh, dieses abgerundete Design für die Buttons ähm, mir überlegt, mit so einem leichten Schatteneffekt. Ähm, die Farben sind aufeinander abgestimmt, also das passt zusammen. Ähm, auch objektiv passt das zusammen, weil das eben entsprechend ausgewählte Farben sind. Äh, und das sollten Sie natürlich auch tun. Also da, wo es irgendwie möglich ist, ähm, sollten Sie dann auch solche Aspekte berücksichtigen. Ist jetzt für uns heute nicht so wichtig, aber steht auf der Folie, ähm, dass wenn man dann anfängt, das Ganze umzusetzen, man auch über solche Sachen sich Gedanken macht. Und da gibt es genügend ähm, Nachschlagewerke und Tools, ähm, wenn Sie mal sowas sich anschauen möchten. Allas.co, können Sie mal ähm, drauf gehen auf die Webseite, ich hoffe, ich habe sie jetzt richtig geschrieben, da können Sie ganz, ganz einfach mit ein, zwei Klicks ähm, sich Farbschemata zusammensuchen, ähm, wo Sie gleich eine Auswahl aus drei, vier Farben haben, die perfekt oder gut zusammenpassen und die Sie dann zur Gestaltung Ihrer Anwendung benutzen können. Die Frage, die wir uns jetzt aber stellen müssen, ist, ähm, wie können wir das Ganze auf Codebene umsetzen? nicht unbedingt was ist bis ins detail jede methode die jede klasse die wir jetzt implementieren benötigen wird das müssen wir nicht machen aber wir sollten so eine grobe idee davon haben was alles das was wir uns bis jetzt überlegt haben denn für die softwarekomponenten heißt also welche klassen brauchen wir ganz grob welche aufgaben haben die ich habe das jetzt ganze schon mal in einer sehr detaillierten Art und Weise gemacht. Natürlich auch, damit ich irgendwie ein klareres Ziel habe, was ich dann im nächsten Schritt mit Ihnen umsetzen werde oder umsetzen kann. Ähm, es würde aber wahrscheinlich an dieser Stelle auch schon reichen, wenn man ähm, ein etwas gröberes Bild von diesem Software-Design, also von der von dem Zusammenspiel und der Umsetzung der einzelnen Klassen sich ergibt, äh, sich macht, solange sie damit dann anfangen können zu arbeiten. Also nochmal, das, was ich jetzt Ihnen zeige, ist eher so, so implementieren wir das jetzt dann im Anschluss, damit Sie wissen, in welche Richtung die Reise geht. Heißt nicht unbedingt, dass die Tiefe... Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt wirklich super ist, was ich mir überlegt habe. Aber es sollte auf keinen Fall irgendwie suggerieren, dass sie das jetzt in dieser Tiefe sich schon immer überlegen müssen am Anfang. Es reicht auch häufig, wenn man grob gewisse Strukturen hat, gerade bei dieser bei der Art und Weise, wie sie jetzt entwickeln. Mir ist es immer lieber, sie machen sich Gedanken über irgendwas und das ist dann vielleicht noch nicht fein genug und noch nicht ausführlich genug. Und wir können dann damit anfangen zu arbeiten und das zu verbessern, als. Wenn Sie gar nicht keine Gedanken sich machen und einfach drauf losprogrammieren, das ist das, was Sie auf keinen Fall tun sollten. Was habe ich mir jetzt überlegt? Ich habe mir überlegt, ähm, es gibt in der Anwendung im Wesentlichen zwei verschiedene Bereiche, die ich irgendwie umsetzen muss. Ich muss auf der einen Seite mich darum kümmern, dass ich irgendwie Sounds repräsentiere, also das ist was, was Sounds ja ohnehin äh, nicht äh, irgendwie visuell erfassbar ist, sondern was auf einen technischen Ebene passiert. In meiner Anwendung muss es eine Möglichkeit geben, ganz viele Sounds voneinander zu unterscheiden, die entsprechenden Dateien zu laden, in denen die akustischen Signale für diese Sounds äh, drin gespeichert sind und äh, diese Sounds dann auch in der Anwendung tatsächlich abzuspielen. Das ist ein Teil von meiner App und das löse ich von dem zweiten Teil, nämlich von dem User Interface. Da geht es dann darum, den Leuten zu sagen, welche Sounds gibt es in der App, welcher Sound wird gerade abgespielt, wie kannst du damit interagieren. Wie kannst du also in diesen internen Bereich, wo denn einzelne Sounds abgespielt werden, als Nutzer, als Nutzerin vordringen? Das sind die beiden unterschiedlichen Bereiche. Sounds für die ganzen technischen, internen Komponenten, User Interface, für das, wie wir diesen, diese Sounds den Nutzern und Nutzerinnen präsentieren und wie wir den Zustand der Sounds und damit den Zustand unserer Anwendung abbilden. Und äh, dazwischen brauchen wir wahrscheinlich noch eine Activity, die ist immer der Ausgangspunkt für unsere App und die übernimmt hier wahrscheinlich auch äh, die Aufgabe zwischen diesen beiden Bereichen zu vermitteln. Das ist jetzt die Idee, die ich habe. Und in der Activity würde ich gerne ähm, vor allem implementieren, dass die größeren Komponenten, die wir für die Abbildung bzw. die das Management von den Sounds, das Abspielen und so weiter, das Repräsentieren ähm, brauchen auf der einen Seite und die gröberen Komponenten von dem User Interface, also die Anzeige von dem Grid, das Abfangen von der Nutzerinteraktion, initialisiert werden. Also da fließt mehr oder weniger ähm, alles, was diese anderen beiden Bereiche angeht, zusammen. Die Activity ist dieser zentrale Hub, die initialisiert das User Interface, initialisiert diesen ganzen Bereich für die Sounds und kümmert sich darum, zwischen den äh, zu vermitteln. Also das ist auf jeden Fall schon mal gesetzt, dass wir eine Activity haben, ähm, da steigen wir in die Anwendung ein und die kümmert sich darum, dass die anderen Top-Level-Komponenten initialisiert werden. Dann habe ich mir überlegt, ähm, ich brauche in meiner Anwendung sicherlich ähm, irgendwo die Möglichkeit, einen Sound zu repräsentieren. Also wenn ich Sounds abspiele, dann liegt die Entscheidung nahe, dass ich irgendwo ein Objekt, eine Klasse habe, die einen solchen Sound ähm, repräsentiert und den ich über Methoden oder andere Möglichkeiten irgendeiner Art und Weise abspielen kann. Ich habe mich jetzt für eine ganz, ganz einfache Variante entschieden, die gerade dann, wenn Sie vielleicht diesen Use Case der Anwendung noch weiter erweitern oder aufbauen, ähm, die schlechteste Variante ist, die man wählen kann, aber für unseren Fall und um es nicht komplizierter zu machen, als es sein muss, habe ich mich dafür entschieden, dass jede äh, dieser Soundklassen, also jeder Sound, den es in meiner Anwendung gibt, wird durch eine Soundklasse repräsentiert. Und jeder dieser Sounds verfügt über einen eigenen Media Player. Media Player ist eine Klasse, die Android vorgibt und ähm, die dafür sorgt, dass sie einen Sound ähm, auf ihrem Android-Gerät abspielen können. Können Sie eine Datei laden in so einen Media Player und dann rufen Sie eine Play-Methode auf und dann wird ähm, dieser Sound über die Standardausgabe Ihres Android-Geräts abgegeben. Also das habe ich mir überlegt, wir wollen Sounds erstmal elementar in der Anwendung repräsentieren und die abspielbar machen. Ich habe mir überlegt, ein Media Player für jeden Sound. Nochmal der Hinweis, ähm, bin mir nicht sicher, ob das so eine super Idee ist, wenn Sie ganz, ganz viele Sounds haben. Da würde man wahrscheinlich ein anderes Software Design wählen. Dann habe ich mir überlegt, ähm, so ein Sound, der muss ja irgendwelche aus irgendwas bestehen. Der muss ja irgendwie eine Audiodatei letztendlich ähm, zugrunde liegen haben, die äh, sagt, was denn eigentlich da tatsächlich abgespielt werden soll. Und ich weiß, ähm, und das würde man wahrscheinlich herausfinden, indem man sich dann, bevor man das Ganze umsetzt, ein bisschen technisch mit dem Android-Framework beschäftigt. Ähm, ich weiß dass ähm, ich zum Beispiel Wave-Dateien, also so raw -Audio dateien aber auch andere äh, Audioformate in meine Anwendung ähm, integrieren kann, indem ich die einfach erstmal in diesen Ressourcenordner reinpacke, ähm, den, den ja jede Android-App habt. Da haben wir schon Bilder reingetan, die ganzen Layouts und sowas. Ähm, und dass ich diese ähm, Rohdaten, diese Dateien dann auch über bestimmte Mittel und Wege in meine Android-App irgendwo reinbekomme. Und das heißt für mich, ähm, neben den Sounds, wie sie dann zur Laufzeit über diese Klasse Sound repräsentiert werden, brauche ich auch irgendwie diese Rohdaten. Ich brauche Audiodateien ähm, in meiner Anwendung, die geladen werden zum Beispiel am Anfang und ähm, dann abgespielt werden. Auch hier wieder gibt es ganz viele Möglichkeiten, das anders zu machen. Ich habe mich jetzt für die entschieden. Und wenn ich irgendwie Rohdaten habe. Dann würde ich die gerne irgendwie möglichst strukturiert in meine Anwendung reinbringen. Also, ich möchte nicht mich darauf verlassen, dass die an einem bestimmten Ort oder so sind, sondern ähm, ich möchte irgendwo festhalten, mit welchen Rohdaten arbeite ich denn eigentlich. Und äh, dafür habe ich mir überlegt, äh, ich schreibe mir ein Enum, Sound Asset, und äh, das bildet alle Roh-Audiodaten oder Dateien ab, die es in meiner Anwendung geben kann. Also den Ort, wo die liegt. Von wo ich die laden kann und vielleicht irgendwie einen Titel und weitere Metainformationen. Und das wird ähm, der Ausgangspunkt für alles andere sein, was wir so implementieren. Da halten wir einmal fest, welche Sounds gibt es in meiner Anwendung und ähm, wo liegen die. Und dann kann zu Beginn, wenn unsere Anwendung startet, aus diesem Sound Asset Enum alles weitere initialisiert werden. Im Idealfall bauen wir unsere ganze App so, dass wenn wir später mal neue Sounds hinzufügen und das Sounds ersetzen, ist ja durchaus eine äh, naheliegende Sache, die man so macht, wenn man diese App implementiert und vielleicht pflegt, ähm, dass nur in diesem Sound Asset irgendwas geändert werden soll. Also alles andere, was in unserer App passiert, basiert auf den Rohdaten, die in, dieser Sound, ähm, in diesem Sound Asset ähm, Enum festgehalten sind. Dann habe ich mir überlegt, wenn es irgendwie viele Dinge von einem bestimmten Typen in einer Anwendung gibt oder in der Software gibt, ist es immer nicht schlecht, wenn sich jemand um diese Dinge kümmert. Und ich habe mir überlegt, ähm, vielleicht wäre so eine Manager-Klasse nicht schlecht, die dann auch das Bindeglied zur Activity darstellt, die alle Sounds kennt, die es in der App gibt, die vielleicht am Anfang auch aus dem Sound Asset Enum initialisiert und sich darum kümmert, dass die dann abgespielt, gestoppt und so weiter werden. Wenn Sounds abgespielt werden ähm, oder gestoppt werden, dann haben die bestimmt auch einen Zustand. Und ähm, auch hier wieder, ich habe mich ein bisschen mit dem Framework beschäftigt, ich weiß jetzt zum Beispiel, ähm, dass wenn ich in Android so einen Media Player initialisiere aus einer, aus einer Audiodatei, ähm, dann läuft durchläuft dieser Media Player verschiedene Zustände. Am Anfang muss der erstmal initialisiert werden, erst wenn der bereit ist. Kann ich den auch verwenden? Das heißt für mich, dass ich wahrscheinlich meine Sounds auch so ein bisschen in diese Richtung gestalten muss. Also, ich muss wahrscheinlich in meiner App, wenn ich Sounds habe, irgendwie auch abbilden können. Sind die zum Beispiel schon bereit, dass sie abgespielt werden können? Werden die gerade abgespielt? Das ist ja was, was später bei der visuellen Repräsentation wichtig ist. Und deshalb habe ich mir an der Stelle einfach überlegt: nehmen wir ein Enum, da packen wir die Zustände rein die so einen Sound haben kann. Das verbinden wir dann irgendwie mit Sound Manager und Sound. Wie? Können wir uns so mal genau anschauen. Aber Sounds sollten irgendwie die Möglichkeit haben, ihren Zustand eindeutig zu repräsentieren. Es sind mehr als zwei Zustände, deshalb im Enum, ähm, ich habe mich jetzt für diese drei Sachen. Wird geladen, ist bereit, wird gerade abgespielt, äh, entschieden. Dann brauchen wir an verschiedenen Stellen ähm, weil es so eine asynchrone Kommunikation ist, bestimmt Listener, ich habe jetzt mal einen exemplarisch aufgeschrieben, diesen Sound State Listener, ähm, der signalisiert an andere Komponenten, wenn sich dieser Sound State ändert. Also was war die naheliegende Überlegung? Ein Sound hat verschiedene Zustände, ich habe mir überlegt, ich habe ein Enum, das diese Zustände abbildet, dann wird wahrscheinlich zur Laufzeit ähm, irgendwann mal der Fall eintreten, dass der Sound seinen Zustand ändert, also nicht mehr im Loading-Zustand ist, sondern vielleicht im Ready-Zustand. Und ähm, dann liegt es nahe, dass ähm, andere Komponenten wahrscheinlich diese Zustandsänderung irgendwie mitbekommen möchten oder müssen. Und dementsprechend hört sich das für mich schon ähm, alles so an, als ob wir da wieder so ein klassisches Observer-Pattern zwischen bestimmten Komponenten haben. Deshalb der Listener, der ähm, dann diese Zustandsänderung von einem Sound auch kommuniziert. Und das letzte, was ich mir, oder das vorletzte, was ich mir für, diese Sound, für diesen Soundbereich überlegt habe, ist, dass ich irgendwie einen Übergang zwischen diesen Sounds und dem User Interface schaffen muss. Ich weiß schon, dass mein User Interface später mal dieses Gitternetz an Sounds repräsentiert bzw. visualisiert und da dann immer sagt, der Sound wird gerade abgespielt, der wird nicht abgespielt, das ist der Titel zu dem Sound. Und an der Stelle... Ist mir dann irgendwie klar geworden in dieser initialen Überlegung. Es muss irgendwie ähm, einen Informationsfluss aus diesem Soundbereich in das User-Interface geben. Und da würde ich gerne so wenig Informationen wie möglich weitergeben. Ähm, und ich würde gerne so wenig wie möglich an Kontrolle über zum Beispiel das Playback der Sounds ähm, nach außen geben, beziehungsweise nach außen geben ist das falsche Wort, aber ich möchte nicht, dass das User-Interface so viele äh, Möglichkeiten hat. Auf diese Wiedergabe direkt einzuwirken. Und anstatt dass ich dem User Interface dann irgendwie sage, es gibt die und die Sounds, das sind die Instanzen von der Soundklasse, repräsentiere die mal, habe ich mir überlegt, ich schaffe ein extra Objekt, Sound Proxy, was ich benutzen kann, um für einen bestimmten Sound den aktuellen Zustand sicher innerhalb der App zu repräsentieren. Das heißt, da bündel ich nur ID, Titel und ähm, State von diesem Sound. Und immer, wenn jetzt ein Sound ähm, seinen Zustand ändert und diese Zustandsänderung außerhalb von dem Soundbereich, zum Beispiel mit dem User Interface kommuniziert werden muss, ähm, wird immer nur so ein Sound Proxy weitergeben. Proxy ist auch nicht das richtige Wort. Ähm, müsste einem noch irgendwie was Besseres einfallen. Wahrscheinlich wäre sowas wie Sound State da sogar besser. Da müsste man sich für das eh noch anderen Namen ähm, überlegen. Ich habe es jetzt mal Sound Proxy genannt, weil das so ein Stellvertreter für diesen Sound ist. Service Layer, ähm, meinen Sie als allgemeine Bezeichnung oder meinen Sie als ähm, Begriff für dieses äh, Data Object, was den aktuellen Zustand dann kapselt? Also, ich bin gerade in meinem Kopf ähm, dabei, mir zu überlegen, wie ich dieses Sound Proxy irgendwie besser bezeichnen könnte. Vielleicht müssen wir dazu aber dann auch mal in die Implementierung einsteigen. Aber Service Layer als Bezeichner, ja, müssten Sie wahrscheinlich. Nochmal ein bisschen erklären. Ich kann es jetzt nicht so hundertprozentig direkt verstehen, aber es klingt auf jeden Fall irgendwie äh, ganz gut. Also als zusätzliche Ebene, die eben nicht das Ganze transportiert, sondern nur bestimmte Sachen. Ähm, ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass ich mit diesem Soundproxy-Begriff äh, nicht so ganz zufrieden bin. Genau, okay, das wäre das wär natürlich eine gute Idee, ähm, wenn man das dann noch weiter abstrahiert. Bei, in meinem Software-Design ist der Sound Manager dieses Bindeglied, was mit der Activity spricht und dann die Activity reicht es weiter. Aber diesen ganzen Funktionsklots da als, als Service tatsächlich anzubieten, wäre natürlich ähm, noch, äh, noch wesentlich besser. Also diesen ganzen, diesen ganzen Soundbereich äh, da nochmal ähm, durch einen Service zu repräsentieren. Mir ging es jetzt aber in meiner äh, etwas konfusen Kritik meiner eigenen äh, Bezeichner, vor allem um diesen Sound-Proxy-Begriff, da, weil der Proxy-Begriff halt im Software Design, glaube ich, nochmal eine etwas andere Bedeutung hat. Aber. Um nochmal auf den Punkt zu kommen, warum ich den gerne hätte. Ich hätte gerne die Möglichkeit, den Zustand eines bestimmten Sounds über dieses State-Enum hinaus, nämlich auch mit der Information, welcher Sound ist das, welche ID ist das, aus diesem Soundbrauch raus zu präsentieren oder zu kommunizieren, weil dem User Interface, dem ist es herzlich egal, dass jetzt irgendwie ein Sound mit einer Play- oder eine Pause-Methode hat. Das User Interface repräsentiert ja immer nur den aktuellen Zustand des Sound. Das soll ja ganz bewusst nicht irgendwie dann noch steuern, ähm, ob ein Sound abgespielt wird oder nicht. Deshalb dieses Sound-Proxy-Objekt, um den Zustand nach außen zu kommunizieren, aber nicht den Zugriff ähm, auf diesen Sound selber zu ermöglichen. Dann brauchen wir auch da natürlich wieder irgendwelche Listener. Der Manager muss mit irgendjemandem kommunizieren, wahrscheinlich auch asynchron mit der Activity. Da wird dann auch wieder Observer-Pattern gefragt sein. User-Interface ist jetzt in dem Fall relativ einfach, weil uns Android ähm, schon super viele Möglichkeiten mitgibt, ähm, diese Struktur von dem User-Interface mit dieser Gitternetz-Darstellung ähm, gut hinzubekommen wir benutzen wieder ein recycler view mit einem entsprechenden layout manager. es gibt diesen grid layout manager, der sich schon dann darum kümmert, dass die einzelnen elemente von dem recycler view schön in so einer gitternetzdarstellung ähm, angezeigt werden. das können wir alles auf ebene von den xml dateien sogar schon festlegen, wenn wir möchten. was wir brauchen, ist wieder einen adapter, der den content für diesen recycler view bereitstellt, also welche Informationen sollen da gerendert werden und äh, die Daten, die ich ähm, in diesem Recycler View immer ähm, angezeigt bekommen möchte, ist äh, eine Liste von Sound Proxies. Also alle Sounds, die aktuell in meiner Anwendung existieren werden über Sound Proxies repräsentiert. Die bilden den aktuellen Zustand dieser Sounds ab, also wird gerade abgespielt, wird nicht abgespielt und eine ganze Liste davon wird in meinem ähm, Recycler View über so einen Adapter angezeigt. Und Sie kennen schon das Schema: ähm, Wenn ich so einen Recycler View benutze, dann habe ich den Adapter so als ähm, Datenebene oder als erste große Instanz und jeder Eintrag vom Recycler View das ist ja noch mal ein extra UI-Element und dafür brauchen wir dann diese View-Holder und das ist in unserem Fall dann ein SoundGrid-View-Holder, der repräsentiert dann einen einzelnen Button, ähm, hat also ein eigenständiges Layout ähm, mit diesem Button und dem Text, kümmert sich darum, dass das befüllt wird, äh, informiert den Adapter, wenn es angeklickt worden ist und so weiter. Und hier auch wieder ähm, natürlich. Ähm, entsprechende Listener Interfaces. Sie erinnern sich, wenn dann irgendwie in dem View Holder geklickt wird, müssen wir das an den Adapter weitergeben. Der Adapter gibt es dann an die Activity weiter, wenn wir das so mehrschichtig implementieren möchten. Und dementsprechend brauchen wir da bestimmt auch wieder ähm, Listener Schnittstellen, um da die Kommunikation zu realisieren. Man kann sich ähm, wenn man dann so einen Plan gemacht hat, was man für Komponenten braucht, wenn sich das nicht eh schon aus dem Plan ergibt, auch gleich mal mitnotieren, wie die miteinander kommunizieren. Hier in dem konkreten Fall würde ich zum Beispiel sagen, ähm, bei dem Soundmanager kann man sich solche Sachen aufschreiben, wie dass der diese Sounds-Initial am Anfang erstellt und äh, dazu vielleicht diese Sounds-Assets benutzt. Ich bin jetzt hier in dem, was ich mache, so ein bisschen an PowerPoint gebunden. Ähm, wenn Sie das jetzt mit einer schönen handgeschriebenen Skizze machen würden, wären Sie dann natürlich noch viel, viel freier, diese Zusammenhänge jetzt auch herzuleiten oder abzubilden. Sound Manager ist vielleicht sowas wie ein Sound State Listener, implementiert also dieses Interface. Äh, Klammer auf, ähm, für die Leute, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, ganz bewusst jetzt hier kein UML oder sowas benutzt, weil ich der Meinung bin, auf der Ebene tut es auch eine ganz normale Skizze, das, was wir hier besprechen wollen, können wir auch damit ganz gut kommunizieren. Klammer zu. Sound Manager ist irgendwie ein Sound State Listener, wird also wahrscheinlich von den Sounds informiert, wenn sich der Zustand ändert. Ähm, dieses Proxy-Objekt, das bildet ja den Zustand eines Sounds ab, einen aktuellen Zustand. Dementsprechend sollte vielleicht der Sound da irgendwie eine Methode anbieten, dass er seinen aktuellen Zustand äh, so als Proxy-Instanz nach außen geben kann. Die Activity kommuniziert mit dem Manager, kennt also einen Manager, ist gleichzeitig auch ein Listener, der dann auf die... Informationen, die aus diesem Soundmanager rausgegeben werden, äh, reagieren kann. Und beim User-Interface könnten wir uns vielleicht notieren, dass der Adapter äh, solche View-Holder nutzt. Das ist ja das klassische Vorgehen äh, bei dem Recycler-View und dass vielleicht die Activity diesen Adapter kennt, also den am Anfang initialisiert, ähm, mit den entsprechenden Informationen versorgt, um das User-Interface entsprechend zu verwalten und vielleicht dann auch selber so einen. Sound-Button Listener ist, damit über dieses Interface dann die Informationen aus dem Adapter, äh, aus dem Adapter Entschuldigung, ähm, wenn ein Button angeklickt wird, an die Activity weitergegeben wird. Jetzt stellen Sie sich zu Recht die Frage, warum so kompliziert. Also für so eine Sound-Machine-App ist das, ähm, würde ich jetzt behaupten, schon hart an der Grenze zum Overengineert. Also wenn ich wirklich nur die Aufgabe hätte, eine Soundmaschine zu bauen mit einem fest abgeschlossenen Set an Sounds, dann würde ich wahrscheinlich ein paar von diesen Ebenen rausstreichen. Aber ähm, gleichzeitig könnte man auch argumentieren, da ist jetzt keine Komponente dabei, die wirklich nutzlos ist. Also ich kann überall äh, einen gewissen Nutzen reininterpretieren. Ich kann sagen, was für eine Aufgabe das erfüllt. Und was viel wichtiger ist, ähm, als jetzt diese ganz konkrete, dieses ganz konkrete Software-Design äh, mit dieser ganz konkreten Anzahl an, an Klassen und an Interfaces ist, das Prinzip vielleicht an der Stelle mal zu sehen. Man kann sich ganz, ganz viele Gedanken über diesen Aufbau von der Software machen, bevor ich das erste Mal kodiert habe. Und natürlich würde ich sagen, ähm, vielleicht ein bisschen weniger Gedanken über dieses Software-Design in diesem Detail machen. Ähm, weil man damit dann auch viele Entscheidungsfreiheiten bei der Umsetzung schon vorwegnimmt, die man eigentlich lieber dann trifft, wenn man, ähm, wenn man äh, tatsächlich ähm, die, die User-Story dann, äh, die das betrifft, umsetzt. Aber ähm, gleichzeitig müssen Sie ja auch daran denken, dass wenn Sie später Projekte entwickeln, Ihre Anwendung wesentlich umfangreicher vom Funktionsumfang her tatsächlich ist. Also, Sie machen, müssen sich über viel mehr Gedanken machen, Sie haben viel mehr Schichten in der Anwendung. Sie haben nicht nur die Aufgabe, einen Sound abzuspielen, sondern Sie haben noch tausend andere Aufgaben. Und dann ist es wichtig, dass Sie zumindest die wichtigen Punkte, die wichtigen Komponenten, also zum Beispiel sowas wie diesen Soundmanager oder ähm, vielleicht die Tatsache, dass Sie damit im Recycler View arbeiten möchten, äh, zumindestens mal ähm, grob planen und diese Vorstellung davon haben, in was für einer Landschaft, in was für einer Umgebung Sie jetzt anfangen, dann die anderen Dinge, die Sie vielleicht nicht so ausführlich geplant haben, äh, zu implementieren. Also hier haben wir ähm, ein Anwendungsbeispiel, wo wir das von Anfang an relativ klar uns überlegen können. Dann haben wir auch nicht mehr so viele ähm, Schwierigkeiten, das bei der Implementierung zu entscheiden, was wir machen. Andere Anwendungsfälle sind wesentlich größer, wesentlich komplizierter und äh, dementsprechend ähm, schadet es dann nicht, da dann auf einer ähnlichen Ebene der Ausführlichkeit sich Gedanken über dieses Software-Design zu machen. Und weil dann die Aufgaben komplexer sind, haben Sie vielleicht nicht mehr den Luxus, bis ins Detail zu planen, äh, wie denn irgendwie Ihr sound state enum ausschaut äh, und Sie nutzen dann vielleicht eher die Zeit, um die komplexeren Komponenten zu planen. Okay, ähm, so viel dazu. Und ähm, was ich jetzt gerne mit Ihnen in der nächsten Woche und da steigen wir dann nahtlos ein. Vielleicht schauen wir heute noch mal auf das Starterpaket. Ähm, aber was ich dann mit Ihnen machen möchte in der nächsten Woche, ist das, was wir jetzt hergeleitet haben in dieser ersten Sitzung, äh, tatsächlich auch in Code zu gießen. Das heißt, wir fangen nächste Woche damit an, ähm, diesen Bereich der Sounds. Zu implementieren das heißt, wir tasten uns da Schritt für Schritt durch dieses Software-Design durch, bauen uns eine Soundklasse, bauen uns die Sound-State-Enum äh, und die anderen Sachen, die dabei sind, kümmern uns dann darum, diese Sounds abzuspielen und über diesen Manager zugänglich zu machen und integrieren das Ganze dann in einem letzten oder vorletzten Schritt in das User-Interface, indem wir zuerst in der Activity diese Sound-Komponente initialisieren und verwendbar machen und dann ähm, das eigentliche User Interface mit diesem klassischen Ansatz des Recycler Views und des ja, verschiedenen Adapter äh, tatsächlich umsetzen. Also das ist unser großer Plan oder unser grober Plan für die nächste Woche. Ähm, vielleicht äh, können wir schon heute einmal ganz ganz kurz auf Starter-Paket einen Blick werfen, weil dann können Sie das in Ruhe bis zum nächsten Stream auch noch mal sich anschauen und wir können dann relativ zügig nächste Woche in die Implementierung ähm, starten. Ich kann auch tatsächlich das relativ kurz machen, weil es gar nicht so viel zu beschreiben gibt. Ähm, wenn Sie mal mit mir in das Starter-Paket reinschauen, werden Sie eigentlich sehen, dass es eine leere Activity gibt und ähm, sonst zumindest auf der Code-Ebene nicht so viel ähm, vorgegeben ist. Was Sie sich anschauen können zum nächsten Mal sind die Sachen, die ich im Layout und äh, in Form von entsprechenden Audiodateien vorgegeben habe. Machen wir mal den letzten Punkt zuerst. Ähm, es gibt hier ähm, eine, äh, einen Ordner RAW jetzt in äh, dem Ressourcenordner und da liegen ganz, ganz viele äh, mp3-Dateien drin. Und diese mp3-Dateien äh, sind einfach die Sound-Assets, die wir in unserer Sound-Machine benutzen werden oder können. Das heißt, da... Werden wir später. Ähm Anfangen, die Sounds zu initialisieren bzw. zu implementieren, indem wir auf diese Dateien zugreifen, die laden, in den Media Player laden und dann abspielen. Und wenn Sie diesen in die, die in diesen RAW-Ordner packen, dann können Sie, so ähnlich wie Sie das ja auch bei den äh, Layout schon immer gemacht haben und bei den string resourcen und bei den ganzen anderen Sachen, ähm, auch im Code darauf zugreifen. Das heißt, auch diese Dateien werden in diese R-Klasse aufgenommen und stehen dann über eine eindeutige ID zur Verfügung. Das heißt, in dem Fall ist es dann glaube ich air.draw.dateiname ohne Endung. Also air.draw.cat würde auf diese Datei verweisen und über diesen Mechanismus können wir dann nächste Woche direkt auf diese Sounddateien zugreifen und die im Code verwenden. Das ist der eine Punkt, den ich vorgegeben habe. Das andere, was ich vorgegeben habe, ist das Layout. Und da gibt es. Ähm, zwei Ebenen, die interessant sind. Wir haben, ähm, ich mache heute den Emulator ein bisschen kleiner, damit Sie das auch sehen. Ähm, ich habe Ihnen alles vorgegeben. Sie könnten also theoretisch selber auch schon mal ein bisschen anfangen zu implementieren. Ähm, ich habe Ihnen einmal eine Activity oder ein Layout für eine Activity vorgegeben. Das ist hier das, was Sie jetzt rechts sehen. So ein bisschen Text, ein bisschen Erklärungstext, so ähnlich wie ich das auch in dieser Skizze versucht habe, festzuhalten. Und dann der Recycler View den Sie hier sehen, in dem sich das eigentliche Soundboard abspielen wird. Ich habe schon gesagt, Android gibt uns da dann, dann auch eigentlich alles vor, was wir brauchen. Also für diese ganze Strukturierung in so einer Gitternetz, in Gitternetz Darstellung müssen wir nichts tun. Wir sagen einfach diesem Recycler-View hier, benutze bitte einen Grid-Layout-Manager. Das können wir sogar im XML machen, müssen es gar nicht auf Code-Ebene machen. Und dann sorgt... Android automatisch dafür, dass die ganzen einzelnen Items, die später über den Viewholder oder die Viewholder ähm, angezeigt werden bzw. repräsentiert werden, automatisch in dieser Gitternetzdarstellung in dem Bereich des Recycler Views erstellen. Ich habe jetzt hier schon angegeben, dass das vier Spalten sein sollen ähm, und das war es eigentlich schon. Also das, da müssen wir dann gar nichts mehr großartig machen, um diese Gitternetzdarstellung zu erreichen. Was ich auch vorgegeben habe, ist ein äh, Layout für die einzelnen Buttons. Also von diesem äh, ViewSoundButton.xml werden wir dann später die einzelnen Viewholder initialisieren. Und das besteht im Wesentlichen aus einem ImageButton, hier groß dargestellt. Ähm, ImageButton ist ein ähm, Objekt in Android was als äh, Hintergrund ein Bild haben kann und ein Icon, was dann auf diesem Bild liegt. Das ist in unserem Fall dieser, dieses Play-Button hier an der Stelle äh, über dieses Drawable repräsentiert und darunter, was man jetzt nicht sieht, weil kein Text eingetragen ist, äh, nochmal ein Text View, wo dann der Titel von diesem Soundfile in dieser Gitternetzdarstellung angezeigt wird. Und weil dieser Button äh, zwei verschiedene Zustände hat, Nämlich einmal einen Zustand, den Sie hier sehen, wenn er gerade nicht abgespielt wird, und einen Zustand äh, mit dieser dunklen Färbung, wenn ähm, der Button gerade abgespielt wird, habe ich, um das zu realisieren, zwei verschiedene Drawables in dieser XML bzw. sehr fast SVG-Darstellung äh, ähm, angegeben. Das sind einfach zwei Hintergründe für diesen Button. Einmal ein Hintergrund mit ähm, dieser roten Färbung. Und einmal einen Hintergrund mit dieser grauen Färbung. Und im Normalzustand hat dieser Button immer diesen Standardhintergrund, dieses Rot. Und wir werden später in dem Viewholder, in dem Moment, wo sich der State von dem Sound ändert, der durch diesen Button repräsentiert wird, also der Proxy sich ändert, dann entsprechend auch diese Hintergrunddatei austauschen. Und für Sounds, die gerade abgespielt werden, dann diesen Button Background durch ähm, den Button. Playing ersetzen und dann sehen die Nutzer und Nutzerinnen hoffentlich gleich im User Interface, welche Sounds gerade ausgewählt werden und gerade abgespielt werden. Okay, ähm, so viel zum ersten Teil von ähm, Wir bauen uns eine etwas komplexere App in, in diesem Kurs. Nächste Woche, wenn Sie möchten, gleiche Uhrzeit, ähm, auch wieder auf Twitch um 18 Uhr, würden wir dann das, was ich jetzt Ihnen heute theoretisch alles gesagt habe, äh, in die Tat umsetzen und dann implementieren wir Schritt für Schritt die äh, entsprechenden Codestrukturen, um dann auch die Funktionalität tatsächlich bereitzustellen. Wenn Sie möchten, können Sie natürlich selber auch schon mal ein bisschen sich dran setzen und äh, mit der Implementierung loslegen. Starterpaket finden Sie ähm, auf dem Link, den ich äh, zu Anfang gepostet habe und äh, in dem Starterpaket finden Sie alles, was Sie brauchen, um das Ganze umzusetzen, Layout, was funktioniert und auch die Sounddateien. Ich würde an der Stelle sagen, ich verabschiede mich für diese Woche. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wie immer gibt es dann die Aufzeichnung für die Leute, die nicht da sein konnten, auch später im Ilias-Kurs. Und wie immer, wenn Sie Lust haben, nochmal die Erinnerung. Nächste Woche, gleiche Uhrzeit, wieder hier und dann auch wieder ein bisschen praktischer. Dankeschön, haben Sie noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.